Oh, nee, nee. Oh. How to not für ein Gespräch, was man deeskalieren möchte. Warum? Warum? Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Aljoscha. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es fühlt sich so an, als ob ich mega lange kein Video mehr gemacht hätte, aber ich habe einfach nur einen Tag ausgesetzt. Anyway, manchmal muss man auf sich selber aufpassen. Wie immer, hier ist gerade ein Stift, der irgendwie so ein komisches... Oh, wow. Sowas. Und ich habe mein Glas Wasser bereit. Das ist mein Getränk der Wahl, also wenn ihr wollt, holt euch ein Getränk, macht es euch gemütlich. Ich reagiere heute auf Fleischesser trifft militante Veganerin von Beast Kitchen, weil mir das mehrfach vorgeschlagen wurde und ich das tatsächlich inhaltlich sehr spannend finde. Ich weiß noch nicht so 100%, was passiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall inhaltlich sehr spannend wird und ich ein bisschen was dazu sagen möchte und kann. Ach so, ja, und in der Pause, die ich gemacht habe, und Pause hört sich so, als ob so lange war, es war letztlich nur ein Video. In der Pause ist Folgendes passiert. 50.000 wurde geknackt. Hör mal. Da wollte ich erstmal vielen, vielen Dank sagen. Das habe ich natürlich überhaupt nichts krass Spezielles vorbereitet, weil das irgendwie einfach so nebenbei passiert ist. Aber es ist krass. Es ist wirklich, 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 wirklich krass. Und ganz ehrlich, Leute, ich weiß noch, und Johannes kann euch das bestätigen, der sitzt zwar jetzt im Schnitt und sagt nichts, ich habe so krasse Selbstzweifel mit diesem Kanal gehabt. Ich habe so Angst gehabt. Und auch Johannes hat so ein bisschen gedacht, boah, ey, ob das so alleine funktioniert. Und ich meine, die Leute kennen über veganes Ungesund und so. Ich hatte auch echt eine schwere Zeit letztes Jahr. Viele Menschen, die sehr kacke zu mir waren über Jahre und ich habe einfach so internalisierte Ängste gehabt, dass diese Stimmen sind einfach so laut geworden. Das zu sehen, dass, ich meine, dieser Kanal existiert jetzt was, seit fünf, sechs Monaten. Das sind quasi 10.000 AbonnentInnen pro Monat, die dazugekommen sind und es ist einfach, es freut mich mega, weil es ist einfach so ein krasses Herzensding, was ich hier mache. Ich liebe das. Mir macht es zum einen Spaß, dass viele Menschen mir sagen, ja, ich habe hier einen Safe Space gefunden und zum anderen, weil ich Dinge kommentieren kann, die mich einfach berühren, die mir Spaß machen, die mir wichtig sind. Ich mache das jetzt seit 7 Jahren, dieses Aktivismus-Ding und möchte dabei irgendwie aber auch unterhalten und selber Spaß haben und euch Spaß bringen. Und jetzt habe ich auch viel zu viel geredet. Eigentlich wollte ich nur sagen, danke. So, an euch und an Johannes. Und jetzt geht's los. Wie ihr sehen könnt, bin ich hier heute in Köln in der veganen Junkfood-Bar. Hier gibt es jede Menge leckeres veganes Essen, vegane Burger und dafür habe ich auch heute den passenden Gast und zwar ist das die Raffaela, die militante Veganerin. Das ist Massenmord, das ist Massenvernichtung. Ich stehe hier gerade in dem Rauch der toten Tiere. Es gibt nichts Schlimmeres zu riechen. Okay. Ich glaube, für diese Videos werden auch immer dieselben 4 Clips rausgesucht, die sie gemacht hat. Ich glaube, sie hat auch weniger schlimmes Material inzwischen, aber ich habe ja schon mal ein Video zu ihr gemacht, ne? Und ja, let's see. Und ich gebe dir einen Tipp. Also bist du schon vegan? Nein. Okay, dann möchte ich deinen Tipp nicht hören, weil du bist noch der Grund dafür, dass ich Aktivismus machen muss. Dankeschön, schönes veganes Leben wünsche. Ich freue mich auf das gemeinsame Essen und vor allem freue ich mich auf die Diskussion. Ihr solltet dranbleiben. Es sieht extrem lecker aus und ich immer, wenn ich das sehe, denke ich mir so, es ist einfach so krass, dass wir in einer Welt leben, in der wir an so vielen Orten der Welt so krasse Alternativen haben, die wir theoretisch nicht mal bräuchten und trotzdem noch darüber diskutieren müssen, warum wir Tiere zerstückeln. Es ist also richtig so manchmal Mindfuck, muss ich euch ehrlich sagen, für mich zumindest. Und ich weiß, dass ich dieses Mindset früher auch nicht hatte und so dachte, boah, Chemiepumpe und es fehlt Wissen und so. Wenn ich manchmal so in die Zukunft mir vorstelle zu gucken und dann überlege, wie es ist, zurückzugucken und sich zu überlegen, wie absurd es eigentlich ist, dass wir wissen, so, ey, guck mal, wir haben fühlende Lebewesen, die eigentlich super liebenswert sind, die uns nie irgendwas angetan haben, einfach in Massen gezüchtet, um sie zu töten und zu zerstückeln und dann auf unser Essen zu machen, obwohl wir Alternativen hatten und wussten, dass multiresistente Keime gefördert werden, die Umwelt zerstört wird, Grundwasser verunreinigt wird, wir Pandemien fördern, wir Regenwälder dafür abholzen, Flächen verbrauchen, etc. pp. Und es ist, ja, einfach so ein bisschen krass. Jetzt sitzen wir hier, die liebe Raffaela. Alter Schwede, sieht das lecker aus. Ich habe so Hunger, ich hätte frühstücken sollen vor diesem Video. A.k.a. die militante Veganerin mit Charo, a.k.a. der Fleischliebhaber, in einen veganen Laden, veganen Junkfood. Ich lese jetzt mal als kompletter Laie Körpersprache und sehe Anspannung bei Raffaela. Ich kann mir gar nicht erklären, warum. Irgendwie müssen wir uns ja auch ein bisschen anpassen. Also,
Mein Burger sieht sehr gut aus. Ey, aber übrigens muss ich jetzt an erster Stelle mal direkt sagen, ne? Tatsächlich muss ehrlich zugeben, ich kenne Beast Kitchen oder Charo nicht. Aber ist doch irgendwie cool, dass er sagt, ich bin kompletter Fleischesser und ich möchte mit dir sprechen. Lass uns in einem veganen Restaurant treffen. Er hätte ja auch einfach nur provokante Kackvideos machen können, indem er sagt, Raffaela, die militante Veganerin, ich esse jetzt noch mehr Fleisch. So. Sehr gut aus. Mahlzeit. Veganen Fisch. So, da ist auf jeden Fall so eine rosa, eine Aioli mit drauf. Geil. Zwei Zwiebelringe. Klassischer Dreiecksfisch, gell, den es immer in Kantinen gibt, den haben sie nachgemacht. Die Panzerplatte, die kennen wir auch. Panzerplatte heißt Panzerplatte, haben wir dazu immer im Knast gesagt. Oh, die gab es jeden Freitag. Echt? Okay, war im Knast, ich kenne ihn tatsächlich gar nicht, aber finde ich auch cool, dass er darüber spricht. Jeden Freitag, das war ein Gaumenschmaus. Oh Mann. So, die liebe Raffaela hat Shawarma-Burger bestellt. Ich dachte, ich passe mich hier an, weil Döner gab es leider nicht, sonst hätte ich mir gerne einen veganen Döner gestellt. Mhm. Aber du musst mir dann kulturell Tipps geben, wie man das hätte besser machen können, da kenne ich mich nicht so aus. Also besser hätte machen können, auf jeden Fall hätte ich auf jeden Fall schon mal mit schönes Kalbfleisch angefangen. Ja, ja, okay. Ja, du hast ja gefragt. Nee. Ich hätte auf jeden Fall. Das ist natürlich jetzt irgendwie so ein kleiner Seitenhieb, ne? Also, weiß nicht, ob das jetzt Kalkül ist oder nicht, aber er kennt die militante Veganerin, also er kennt Raffaela ja. Ihm müsste eigentlich klar sein, dass so ein Spruch safe dafür sorgt, dass sie wütend wird. Und man könnte jetzt mutmaßen, dass er das für das Video möchte. Ich weiß es nicht, ne? Ja, der Spruch hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, weil natürlich ist das Originalrezept mit Kalbsfleisch, aber wenn man so ein bisschen die Situation sieht und weiß, hey, hier sitzt gerade eine, nicht nur Veganerin, sondern eine sehr, und jetzt Selbstbezeichnung, militante Veganerin, dann ist das halt eher Provokation. Auf jeden Fall mit wunderbarem, zarten Kalbfleisch angefangen, eine schöne Tahinsoße, da kommen wir wieder Richtung vegane Note. Das hätte ich auf jeden Fall besser gemacht. Ja, ich finde es ganz gut, dass für mein Essen jetzt gerade keinem kleinen unschuldigen Kalb ein Messer in die Kehle gestochen wurde. Sieh so, ich mal direkt ein Bild. Und das Bild stimmt zu 100%. Ich habe es auch tatsächlich direkt gedacht. Ich habe so gedacht, boah, krass, ich meine, er sagt Kalb, ne? Ich glaube manchmal, wir vergessen, was hinter diesen Begriffen steht, weil wir sie so oft benutzen. So inflationär vielleicht auch, ich weiß es nicht. Oder weil wir mit Kalb eben nur noch diese Stücke, die vor uns liegen, oder dieses Steak oder was auch immer verbinden und gar nicht mehr Bezug zu dem haben, was es mal war. Und dass es eigentlich ein kleines, liebenswertes Babytier ist, was wirklich einfach nichts getan hat, außer in die falsche Spezies geboren zu werden. Zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort. Ja. Oder? Ja. Finde ich schon ein Vorteil. Finde ich auch gut. Also guck mal, warum bin ich heute hier? Und das, was du machst, dein Aktivismus, ist ja im Grundgedanke eigentlich gar nicht verkehrt. Das möchte ich hier gar nicht bestreiten. Im Grundgedanke ist er gar nicht verkehrt. Nur ich finde, so die Art und Weise, wie du das machst, ist vollkommen daneben, meine Liebe. Ehrlich, vollkommen daneben. Vollkommen daneben. Deine Arbeit im Grundgedanke, guck mal, ich sag's dir auch als großer Fleischliebhaber, mag vielleicht im Grundgedanke richtig sein. Ist im Grundgedanken richtig. Ich find's voll spannend jetzt zu beobachten, weil man das ja jetzt alles auf Video hat, wie seine Körpersprache ist und wie er zum Beispiel sowas sagt, wie er baut quasi dieses Sandwich-Prinzip auf und sagt so, hey, vom Grundgedanken finde ich das gut, meine Liebe, um nochmal so ein bisschen dieses, hey, versuche hier gerade wirklich was Positives zu sagen und dann kommt jetzt bestimmt gleich ein Aber. Ja, veganen Tag. Ich habe auch einen veganen Tag. Also man hat es bei mir tatsächlich auch geschafft, dass ich einen veganen Tag eingeführt habe. Immer. Hey, ich kenne dich nicht so, ne? Aber ich finde, das ist schon mal für jemanden, der sagt, ich esse super viel Fleisch, ist es schon mal was? Und es ist vor allem ein Ansatzpunkt, an dem wir weiterarbeiten könnten. In meiner Woche. Ja, und das hat eine auch eine... Sie kocht und you know what? Es ist so krass, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass das Video das in mir auslöst, aber ich kenne das. Also das, was Raffaela da gerade durchmacht, oh mein Gott. Leute, ihr habt keine Ahnung, ich fühle das so sehr nach. Also jetzt tatsächlich nicht mehr, aber ich weiß genau, dass ich genau diese Situation so oft hatte. Ich bin so wütend geworden und es gab so eine Zwischenphase, wo ich so dachte, ich muss jetzt einfach schlucken, ich darf jetzt nicht sagen. Und das Ding ist, das ist, ich glaube, mir hilft das sehr, dass ich so ein bisschen beide Seiten kenne. Mir persönlich hilft das, weil ich mutmaße mal, was in ihr gerade abgeht. Es ist so dieses, man muss sich immer dieselben Sachen anhören und man hat so ganz klar in seinem Kopf, ey, ganz ehrlich, das, was du da gerade sagst, so ne, vegane, die Definition von Veganismus ist eine ganz andere und du versuchst es jetzt zurechtzurücken und es gibt nicht einen veganen Tag, vegan ist kein Lifestyle oder sowas. Also ich weiß genau, was in ihrem Kopf jetzt abgeht. Es rattert, weil man halt immer dieselben Sachen hört. Immer dieselben Sachen. Und man immer darüber nachdenkt, was eigentlich hinter den Kulissen passiert und ich schätze sie so ein, als dass sie sich natürlich ganz viel dieses Material anguckt, was einen auch unendlich fertig und wütend macht.
macht. Das ist so, als ob man sich die ganze Zeit nur mit Krieg und mit den Bildern befasst, die einen runterziehen. Und ich glaube persönlich, das ist nicht gut für die Seele, weil man danach erstmal akzeptieren muss, dass die Sachen nicht in dem Tempo sich ändern werden, wie man sich das wünscht, wenn man diese Ungerechtigkeit sieht. Weil das Level an Ungerechtigkeit ist so immens und der Drang, das schnell ändern zu wollen, ist mindestens genauso groß. Und man vergisst dabei aber, dass die Menschen, mit denen man spricht, das nicht in dem Maß sehen, wie man es selber sieht oder wie man es selber konsumiert und auch wo ganz anders im Leben unterwegs sind. Und man erwartet dann oder man wünscht sich einfach, hey, ich zeig dir hier was, das ist scheiße, änder was. Und damit leben zu lernen, wenn Menschen das nicht tun und das vor allem bei Raffaella ja, keine Ahnung, täglich, denkt man sich, irgendwann dreht man halt einfach am Rad, weil diese Machtlosigkeit einen echt fertig macht. Bei so einer Banalität, man denkt so, ey, es geht einfach darum, dass du aufhören kannst, jetzt sofort. Fast jeder Mensch, der in einer privilegierten Situation ist, könnte von jetzt auf gleich sagen, hey, scheiß auf tierische Produkte, ich lebe jetzt vegan. Fast jeder. Es geht auch wie immer, ne, Definition, so gut es geht, so umsetzbar wie möglich. Ich habe auch eine vegane Influencerin gemacht, aber mit einer schönen Art und Weise. Nur ich finde, das, was du machst, du schürst sehr, 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 sehr viel Hass. Und deswegen bin ich auch heute hier, um zu fragen, warum? Woher kommt's? Wer steckt hinter dieser Person? Wer ist Raffaella? Wie ist Raffaella groß geworden? Was hat es in Raffaella ausgelöst? Und deswegen sitzen wir heute hier und das würde ich gerne erfahren. Genau. Ja. Wollen wir zuerst mal unser Essen kosten? Ich bin jetzt schon so gespannt. Weiß rein, also ich merke schon. Oh wow, da habe ich tatsächlich nicht mitgekriegt. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, sie fängt erstmal an, was dazu zu sagen. Aber okay, wow. Ich merke schon, du hast Hunger. Ich sage immer. Deeskalation. Immer wieder hier, Bismillah und rein damit, meine Lieben. Bismillah und rein damit. Boah, ich find's geil, aber... Du hast doch nicht mal reingebissen. Ich hab die Dingskis gekostet, die Shawarma-Stücke. So. Das fällt ja alles auseinander. Gott, das wird jetzt gefilmt, wie ich da reinbeiß. Beiß rein. Also ich muss sagen... Und? Der hat eine leichte Fischmecknote. Ist nicht verkehrt. Wirklich, ist wirklich nicht verkehrt. Könnte ich mich mal mit anfreunden. Hab ich gut. Hey, das ist mega. Ist doch richtig cool. Darauf könnte man jetzt aufbauen und sagen, ey, ich find's richtig cool. Und ich glaube, es ist auch eine Frage der Gewohnheit. Wir sind Gewohnheitstiere. Es ist super schwer, aus diesen Gedankenmustern rauszukommen und sich immer wieder daran zu erinnern, ey, wir haben eine Wahl. Die Tiere haben keine Wahl. Wir sind so privilegiert in so vielerlei Hinsicht und es ist so wichtig, Schritte zu machen und sich daran zu tasten. Und am Ende muss man ehrlich sagen, das würde ich jetzt nicht sagen, aber am Ende muss man ehrlich sagen, es ist natürlich ein komplett egoistischer Grund zu sagen, hey, ich esse weiter Fleisch, weil ich finde immer noch, dass es ein bisschen besser schmeckt oder es schmeckt mehr nach dem, woran ich mich gewöhnt habe. Hey Shabo, kurzer Shoutout, einfach zwischendurch. Ich bin eigentlich schon am Ende des Videos, aber mir ist das gerade eingefallen. Und falls du es guckst, hast du Bock, beim Veganuary mitzumachen? Ich habe das Gefühl, du bist prinzipiell jemand, der eigentlich offen dafür ist. Vielleicht hast du ja Lust, einfach mal einen veganen Monat zu machen. Ich biete mich an, dir dabei irgendwie zu helfen, wenn du Fragen hast. Punkt. Gut gekocht, oder? Hast du wunderbar gekocht. Ja. Raffaella, meine Liebe. Ja, ich wollte gleich was sagen. Woher kommst du? Nee. Wo bist du groß geworden? Hast du Geschwister? Hast du keine Geschwister? Bismillah. Beantworte ich dir alles gleich, kriegst einen ganzen Steckbrief von mir. Nur weil du vorher gesagt hast, dass du einen veganen Tag in der Woche machst, dann muss ich dich ganz kurz korrigieren. Die Definition von Veganismus ist nämlich... Also sie hat natürlich inhaltlich wieder recht, ne? Aber ich sag mal so, was jetzt folgt, also sie wird jetzt ja wahrscheinlich die Definition, das, was ich eben schon predicted habe, so ein bisschen die Definition von Veganismus, ist, so gut es geht, so umsetzbar wie möglich, Leid von Tieren zu reduzieren, es ist kein Lifestyle, bla bla. Damit korrigiert sie ihn an erster Stelle und gibt nicht das Gefühl, hey, cool, dass du übrigens schon mal Schritte machst. Nämlich keine Konsumentscheidung, sondern eine moralische Lebenseinstellung, dass du dich gegen jegliche Form von direkter Ausbeutung und Gewalt an Tieren entscheidest, für deinen Genuss, für deine Tradition, für deine Kleidung und Unterhaltung. Er guckt die ganze Zeit weg, weil ich glaube, es kocht gerade schon langsam in ihm hoch. Also das ist jetzt meine laienhafte Interpretation der Körpersprache, ne? Deswegen ist es einfach falsch zu sagen, ich mache einen veganen Tag in der Woche. Es stimmt dir zu, vielleicht machst du einen pflanzlichen Tag in der Woche, wo du nur veganes Ernährung ist, wo pflanzliche Nahrung ist. Was ist der Unterschied jetzt dabei? Genau, der Unterschied, das versuche ich dir gerade klar zu machen. Das eine ist moralisch. Du sagst, Tiere sind nicht meine Objekte. Tiere darf ich nicht ausbeuten, weil gütig sein bedeutet... Das sagst ja du. Lass mich ganz kurz ausreden, ja? Der Unterschied ist eben einer, bei dem einen isst du nur nichts von Tieren, aber du hast dich moralisch nicht umgestellt, weil du sagst immer noch, Tiere sind hier für mich und nicht mit mir. Und als veganer Mensch, da gibt es nicht einfach so ein An und Aus. Das ist genauso wie ein rassismusfreier Tag in der Woche.
Den Vergleich finde ich tatsächlich schwierig und ich finde auch nicht, dass der funktioniert. Das habe ich auch in dem letzten Video, was ich gemacht habe, schon thematisiert. Rassismus ist nicht gleich Veganismus. Es gibt sowas wie Intersektionalität. Das bedeutet, dass alle Formen der Diskriminierung miteinander verbunden sind. Dass es Schnittstellen gibt. Diskriminierung basiert ja generell darauf, dass wir sagen, wir haben eine Eigenschaft, die wir nehmen, kulturell, historisch, egal was. Ob es jetzt die Körperform, die Hautfarbe, die Herkunft, die Religion, die sexuelle Orientierung, Identität. Diese Eigenschaft als Grund gesehen wird, jemanden anders und damit weniger wertvoll oder schlechter zu behandeln, zu diskriminieren, als Menschen, die diese Eigenschaft nicht haben. Wenn ich einer Person sage, hey, sei mal weniger rassistisch, dann bedeutet das für die meisten Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, einfach erstmal gar nichts, weil die meisten Menschen sowieso von sich sagen, ich bin nicht rassistisch. Wir alle sind aber rassistisch sozialisiert. Das heißt, wir alle tragen diese Strukturen in uns, weil wir in einem System geboren worden sind, was rassistisch ist. Es lässt sich also nicht vermeiden, dass wir diese Denkmuster, diese Verhaltensmuster internalisiert haben. Und deswegen ist es so wichtig, das auch anzuerkennen. Es ist immer wichtig, sich selbst als Teil des Problems zu sehen, um Teil der Lösung zu werden. Weil wenn wir keine Probleme sehen, wenn wir denken, wir sind frei von Problemen, dann müssen wir uns nicht damit auseinandersetzen. Dann können wir es von uns schieben. Das bedeutet, das ist auch das, was viele Menschen bei Queerfeindlichkeit, bei Rassismus machen, sagen, ich sehe keine Hautfarbe, ich sehe keine Orientierung, mir sind alle Menschen gleich, ich liebe sie, sie sind alle toll. Das ist eine Form von, hey, ich muss mich damit nicht auseinandersetzen. Bei Rassismus ist es aber so, dass die meisten Menschen keine Einschränkungen im Alltag davon haben. Wenn es jetzt bedeutet, okay, ich bin einfach kein Nazi oder ich sage das N-Wort nicht, das macht dich nicht zu einem nicht-rassistischen Menschen. Wir müssen aktiv antirassistisch sein. Das würde wieder Arbeit bedeuten. Deswegen hinkt dieser Vergleich so sehr, weil die Einschränkungen, die wir haben durch nicht-rassistisch sein, viel geringer sind, als wenn wir jetzt jemandem sagen, hey, dein Speziesismus sorgt dafür, dass du jeden Tag Fleisch und tierische Produkte isst, also hör mal auf damit. Das ist ja ein viel krasserer Einschnitt in unser Leben. Das ist das ist übrigens keine Rechtfertigung dafür, ne? Es ist einfach nur eine Erklärung. Und es ist so viel tiefer in unsere, in alles verankert und wir sehen Tiere als so viel weniger wert, als wir Menschen sehen. Das heißt, diese Diskussion auch zwischen Mensch und Tier, weil wir diese Außennutztiere noch als so viel weniger wert sind und so viel weiter davon entfernt sind, das ist für uns einfach viel schwerer zu greifen. Das ist alles Speziesismus, aber man kann es eben nicht vergleichen. Und übrigens, das ist auch nochmal ein Punkt, wenn jemand sagt, ich möchte weniger rassistisch sein, dann ja, auf jeden Fall. Jede Person, die von Rassismus betroffen ist, würde nicht sagen, hey, du musst jetzt sofort 100% antirassistisch in allen Bereichen deines Lebens sein. Das ist utopisch und nicht umsetzbar. Jede Person ist dankbar dafür, dass wir uns informieren, dass Menschen, die nicht davon betroffen sind, sich einsetzen. Und klar wünscht sich jede von Rassismus betroffene Person, dass wir morgen eine komplett antirassistische Welt haben. Aber wir alle wissen, dass das nicht passieren wird. Insofern ist die Antwort doch, wenn wir sagen, weniger Rassismus, dann wünschen wir uns das. Genauso wie weniger Tierleid. Ist es deswegen gut? Nein. Ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie verstanden hat. Ich habe jetzt sehr lange geredet, weil ich muss da einfach zurückdenken, als ich vegan geworden bin, war es so, okay, fuck, ich muss meinen Kühlschrank ausräumen. Was ist mit meinen Klamotten? Was ist mit B12? Was ist mit Nährstoffen? Was ist, wenn ich Sport mache? Was ist mit Secondhand? Wo kaufe ich mir überhaupt Schuhe? Und dann kommen ja auch noch Lebensrealitäten dazu. Was ist mit einer vierköpfigen Familie, die von Hartz IV lebt und ihre Kinder versorgen muss? Was ist mit Kindern überhaupt, die vegan leben? Was ist mit Schwangerschaft? Wie soll ich mir das leisten? Was ist mit Supplements? Also ich glaube, da kommen einfach so viele Sachen on top, dass die Sachen gar nicht miteinander zu vergleichen sind. Es macht keinen Sinn. Es ist eine Art von Ausnutzen. Und ich finde es ein bisschen problematisch auch, muss ich sagen, dass sie als weißgelesene Person hier, einer Person, die von Rassismus betroffen ist, dieses Beispiel ausgerechnet nimmt, was aus meiner Perspektive, wie gesagt, auf vielen Ebenen auch nicht funktioniert. Das funktioniert nicht, weil nur weil du an dem Tag niemanden diskriminierst oder blöde Witze über dessen Hautfarbe der Kultur machst, bist du ja deswegen nicht rassismusfrei, nur weil du es an einem Tag nicht machst. Mhm. Korrekt. Hast du ausgesprochen? Ja. Also erstmal dieses Thema mit Rassismus würde ich gleich erstmal gerne nach hinten schieben. Das passt gerade nicht zu der Sache rein. Mit Vegan und Veganismus, guck mal, ich mache diesen einen veganen Tag, um ein bisschen dieser Massentierhaltung entgegenzutreten. Für mich, Fleisch bleibt immer auf der Karte. Ich versuche darauf zu achten, dass das... Ganz kurz, für mich bleibt Fleisch immer auf der Karte, habe ich auch gesagt. Und ich glaube, das haben sehr, sehr, sehr viele Menschen, ich würde fast sagen, ich sage jetzt einfach mal 90%, das ist eine Statistik, die Sie hier zuerst gehört haben. Die Statistik ist jetzt komplett ausgedacht, ne? Die Veganen jetzt leben, haben das gesagt. Ich könnte niemals ohne Käse leben. Ich könnte mir niemals vorstellen, kein Fleisch mehr zu essen. Leute, wenn ihr mich früher kennengelernt hättet, ne? Ich war besessen von Fleisch. Also... dir gut gehalten ist. Ich weiß, davon willst du jetzt auch wieder nichts hören. Ich versuche darauf zu achten, dass das Fleisch wenigstens gut gehalten ist, sodass ich das mit gutem Gewissen verzehren kann. Ja, natürlich will man das nicht hören, weil man sich das halt immer wieder anhören muss. Und ich glaube, das ist auch was, was er wahrscheinlich nicht kennt, ist, dass man sich tatsächlich, egal mit wem man darüber spricht, genau diese Sachen immer anhören muss. Also jeder, mit dem man spricht, jeder Mensch, mit dem man spricht, sagt, ich achte drauf, ich will respektvoll, ich will, dass die Tiere, dass es den Tieren gut ging und so. Im eigenen Kopf geht dann ab, ja, aber wenn du willst, dass es den Tieren gut geht, warum sollen wir sie dann töten? Also warum sollen sie umgebracht werden, wenn wir es nicht müssen. Also wir tun ja etwas, auf das wir nicht angewiesen sind, einfach nur, weil wir es können und weil wir uns daran gewöhnt haben und ja.
das, was du mir gerade diesen Vergleich machst, das ist das, was ich auch immer so zu meinen Jünglingen oder zu meinen Sportlern sage. Wenn du dicke Muskeln haben willst, musst du Sport leben und nicht Sport machen. Sowas in der Richtung wolltest du mir gerade erklären. Aber dieses immer, dieses deine Vergleiche mit Rassismus und hier Fleisch essen, da immer zu stellen, ist eine völlig... Ja. Du hast gesagt, das machen wir eh später. Ich wollte dir nur klar machen, du machst keinen veganen Tag in der Woche. Das ist einfach eine Falschaussage. Du machst Aber es ist halt so weird, dass man auf sowas pocht. Also ich verstehe total den Gedanken dahinter. Und sie hat ja inhaltlich auch recht. Aber die Frage ist halt, was willst du erreichen und wer sitzt dir gegenüber? Ich finde schon, dass man überlegen muss, wer sitzt mir gegenüber und wo steht diese Person gerade? Und es gibt so Diskussionen, die kann man mit Menschen führen, die schon ein Stück weiter sind, die sich voll damit auseinandergesetzt haben. Aber am Ende ist es halt so, dass eine Person, die sagt, ich gebe mir Mühe und du korrigierst sie schon bei sowas und ich verstehe, es ist inhaltlich nicht falsch, was sie sagt, ne? Aber es ist halt rein von der Taktik her einer Gesprächsführung, glaube ich, kontraproduktiv. Sage, du machst einen pflanzlichen Tag, okay, in der Woche, wunderbar. Pflanzlich ab heute lasse ich diesen veganen Tag sein, Leute. Wirklich, ohne Witz, ab heute lasse ich diesen veganen Tag sein. Weil man versucht, diesen Menschen entgegenzukommen, man hört denen zu, man kommt einen Schritt entgegen. Und auch diesen veganen Tag, den man gemacht, ist immer noch nicht okay. Von daher, ich schwör's euch, Leute, was haben das wir heute gesagt? Das ist nicht, was ich gesagt habe. Was ist, doch, das hast du gemacht, Nein. Nur mit einer anderen Art und Weise. Nein, und ich meine, das ist okay, sie hat ihn jetzt hardcore getriggert anscheinend. Ich bezweifle tatsächlich, dass er es trotzdem macht, aber es ist halt eine impulsiv-emotionale Reaktion in der Situation, weil Egos getriggert werden, gegenseitig, ne? Das ist halt so diese Dynamik, die entsteht. Ich habe letztens auch mit einem Kollegen angefangen, darüber zu sprechen, der noch Fleisch isst. Und das habe ich auch wieder gemerkt, boah, es wühlt mich auch auf. Nicht mehr ansatzweise so wie früher, aber es wühlt mich auch auf, weil auch nach Jahren immer noch dieselben Sachen kommen. Und man sich so denkt, boah, es ist schon krass, wenn man sich, egal mit wem man spricht, egal wie intelligent, egal wer vor einem sitzt, dass man wirklich immer wieder dieselben Sachen sich anhören muss. Das wühlt einen schon auf. Aber umgekehrt ist es natürlich auch aus seiner Lebensrealität, der sich noch nie wirklich damit auseinandergesetzt hat und der wahrscheinlich so, wie ich das, so ein Hardcore-Fitness-Sportler ist, der super viel Fleisch isst und selber sagt, ey, mir erstmal scheißegal und jetzt sagt, ich mache einen veganen Tag und dann sieht, es sind natürlich auch zwei Extreme, die da aufeinandertreffen, ne? Wirklich vollkommen ernst, ich lasse mich jetzt auch von meiner Emotion gerade leiten, auch wenn es falsch ist. Finde ich krass reflektiert. Du würdest also selbst, heute, wenn ich das gesagt kurz, hätte, bitte. Schickst du jetzt wieder ich absichtlich mehr Tiere im Schlachthaus. Genau. Nein, du darfst nicht falsche Aufgrund Worte in den Mund deiner Art und Weise. Nee. Aufgrund deiner Art und Weise, Leute, ich schwör's euch, lasse ich diesen veganen Tag ab heute sofort. Ich glaube auch, dass es eine Art und Weise ist, so eine Kontrolle über die Situation wieder zu gelangen und zu sagen, weißt du was, ich mache jetzt etwas, was dir Machtlosigkeit gibt, nämlich ich nehme dir das, was du versuchst zu machen, weg. Du hast jetzt quasi dafür gesorgt, dass es mehr Tieren schlechter geht. Also das versucht er jetzt, glaube ich, gerade so mental zu machen, um sie zu verletzen. Und damit bauscht sich das natürlich auf. Sofort sein. Meinen veganen Tag, den werde ich natürlich beibehalten. Die Raffaela ist jetzt nach Hause Mega gefahren. Cool. Meine Emotionen sind runtergegangen. Ich habe mich vorhin mal von meinen Emotionen leiten lassen. Das darf nicht sein. Was auch nicht sein darf, ist dieses ständige Schwarz- und Weiß-Denken. Wir schreien alle nach einer bunten Welt. Aber wenn wir ehrlich zu uns sind, lassen wir so gerade eben manchmal nur grau zu. Ja? Das darf nicht sein. Öffnet euch ruhig. Schaut über den Tellerrand hinaus. Wie gesagt, in den schwierigen Zeiten, in denen wir leben, brauchen wir ein bisschen Liebe. Und jetzt lass uns. Finde ich cool. Möchte trotzdem noch mal ganz kurz was sagen. Ich bin ja jetzt gerade nicht mit ihm hier. Und zwar zu diesem Schwarz-Weiß-Denken. Ich bin, wie ihr wisst, auch kein großer Freund von Schwarz-Weiß-Denken. Aber in dem Kontext, wenn es um Tiere töten und so geht, ne, dieses Schwarz-Weiß-Denken hat immer so ein bisschen was von Extremen. Also so, wir haben entweder dieses Extrem oder dieses Extrem. Und wenn wir von Veganismus sprechen und von Tierleid sprechen, dann ist es immer so absurd, dass wir sagen, dass Veganismus als ein Extrem gesehen wird. Und es stimmt natürlich, wenn man überlegt, wo Menschen sich befinden, ob jetzt was da an Gewohnheit, Kultur, an fehlendem Wissen, an fehlendem Bewusstsein und so nicht da ist, dann ist es natürlich total extrem, die Vorstellung, alle tierischen Produkte wegzulassen oder radikal. Aber es ist niemals radikal, mitfühlend zu sein. Es ist niemals radikal oder schwarz-weiß, Lebewesen nicht zu töten, die man nicht töten muss, so auf Papier. Ich glaube, ihm geht es aber mehr um die Veränderung wertzuschätzen und da nicht so schwarz-weiß zu sehen und zu sagen, hey, du musst jetzt sofort das und das machen. Am Ende des Tages ist Veganismus eine Systemkritik. Wir alle sind zwar Teil des Systems und wir alle tragen auch dann, also alle, die tierische Produkte konsumieren, tragen auch weiterhin dazu bei, dass es aufrechterhalten wird, aber es ist absurd zu sagen, dass er oder diese Menschen dann alle schuld daran sind. So. Es ist ein strukturelles Problem, was sich, glaube ich, nur lösen lässt, wenn wir alle miteinander arbeiten und dazu braucht es meines Erachtens nach allerdings auch radikale Formen des Aktivismus. Also ich glaube wirklich, dass alle Formen wichtig sind, weil diese radikalen Formen des Aktivismus eben auch den Punkt shiften, von dem wir denken, dass er radikal war, zu einem etwas weiteren. Also ich glaube, dadurch, dass Raffaela jetzt übrigens auch es in diese Sendung geschafft hat, weil sie auf ihre Art und Weise so ist, gibt es viele Menschen, die über das Thema mehr sprechen. So, das muss man halt auch anerkennen. Und das ist
Es mag eine Form sein, die vielleicht viele auch abschreckt, aber es sorgt für Dialoge und es sorgt dafür, dass vielleicht andere Formen des Aktivismus, wie zum Beispiel meine, als viel weniger radikal gesehen werden. Also sie shiftet so ein bisschen den Schwerpunkt. Mach mal ein bisschen Liebe. Und jetzt lass uns ein bisschen Liebe da. Bis später. Und das ist das jetzt so, was ich dir auch sagen will. Du hast gerade ausgesprochen, jetzt dürfte ich hier gerne sprechen. Ne? Deine Vergleiche, mich würde es gerne interessieren, wie bist du groß geworden? Wo bist du groß geworden? Hast du Geschwister, hast du keine Geschwister? Das würde mich jetzt gerne mal interessieren. Ich bin Einzelkind. Ja. Ich bin in Wien groß geworden. Ja. Schöne Einfamilienhausgegend. Ja. Habe ich mir schon fast gedacht. Aha. Ehrlich. Und? Weil guck mal, was ich damit sagen will. Feuer? Öl? Eher so. Dieses Geräusch hat gerade Rotze in meinem Hals gelöst. Es gibt heutzutage Menschen auf der Welt, die haben wirklich Probleme. Die haben richtig harte Probleme. Die bekommen eine Liebe zu wenig zu Hause, weil die mehrere Geschwister haben. Die sind in einer sozial schwachen Gegend groß geworden. Ja, wo das Armut eh schon voll das Problem ist. Verstehst du, wie ich meine? Und diese Menschen werden aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihres Aussehens, komplett diskriminiert. Mhm. Verstehst du, wie ich meine? Und du vergleichst diese Menschen, die wirklich Probleme haben, mit deinem Fleischessen. Du sagst ja immer, das ist voll Gewalt und, und. Mhm. Jetzt wird sie sagen, ja, Speziesismus, was du sagst. Mhm. Ja. Okay, soll ich jetzt noch was dazu sagen oder einfach nur den Kopf nicken? Nee, wie du willst. Du kannst halt sagen, das ist deine Art. Guck mal, privilegiert groß gewachsen. Nur weil ich ein Einzelkind bin, heißt es nicht, dass das Haus voller Liebe war. Dass es auch eine, oder dass ich deswegen viel Liebe bekomme. Das muss man deswegen nicht bekommen. Ob ich jetzt Liebe bekommen habe oder nicht, ist eigentlich komplett irrelevant. Was ich auf jeden Fall verstanden habe, ist, in der Schule wurde ich gemobbt. Und ja, ich habe weiße Haut und blonde Haare. Das waren nicht die Faktoren. Obwohl, doch, ich wurde wegen den blonden Haaren gemobbt, weil ich war eine der einzigen blonden Mädchen in der Klasse. Und die haben mich, weißt du, das nimmt man dann persönlich Barbie-Puppe oder sonst was genannt und irgendwie, dass das Beleidigung benutzt. Keine Ahnung, wieso Kinder sind Kinder, du weißt, manchmal machen die so Sachen und okay, das war nicht meine Herkunft, das war nicht meine Religion oder dass ich dunkle Hautfarbe habe oder irgendetwas, sondern sie haben auf jeden Fall etwas gefunden, um mich zu diskriminieren, um mich zu mobben. Ich habe eine hohe Stirn, ich war Klassenbeste, ich war eine Streberin. Jeder wird mal gemobbt, genau. Aber ich meine wirklich. Aber Diskriminierung? Diskriminierung aufgrund deiner Herkunft, aufgrund deines Aussehens. Kann man eben nicht, ich wurde wegen meinem Aussehen, wie ich gerade schon erzählt habe, ja, diskriminiert. Und ich spreche auch sehr deutsch. Ich habe immer sehr deutsch gesprochen, weil meine Familie Hochdeutsch spricht. Und in Wien war das halt auch unüblich. Deswegen wurde ich auch benachteiligt. Es ist fine line jetzt, aber ich möchte ihr das nicht absprechen, dass sie Scheiße erfahren hat. Worauf Charo, glaube ich, hinaus möchte, ist, dass es um strukturelle Diskriminierung geht. Es geht darum, dass es etwas ist, was einen von Tag 1 an bis zur Gegenwart jeden Tag und immer begleitet. Es geht nicht um Mobbing zur Schulzeit und es geht nicht darum, dass man, weil man einen deutschen Dialekt hat, in Wien benachteiligt wird. Es geht wirklich um tiefsitzende strukturelle Probleme. Es geht um Racial Profiling bei der Polizei. Es geht darum, bei der Wohnungssuche, bei Bewerbungen. Es geht um Beleidigungen auf der Straße, es geht um strukturelle soziale Benachteiligung, es geht um alltägliche Diskriminierungserfahrungen jeden Tag und das ist zum Beispiel auch gerade, wenn es um Queer-Topics geht. Also bei mir ging es, weil ich zum Beispiel, ich weiß, ich bin diskriminiert worden, weil ich femininer war oder weil Menschen immer, damals in meiner Schulzeit zum Beispiel immer dachten, ich sei schwul, also bin ich ja auch, aber damals mir immer vorgeworfen haben, ich sei schwul und sich darüber witzig gemacht haben und mich deswegen gemobbt haben. Ich weiß aber auch, dass die Ausprägung dessen, weil ich mich gut angepasst habe, weil ich relativ heterosexuell gewirkt habe, und dass bis heute relativ heterosexuell gelesen werde, größtenteils, nicht immer, weiß, dass das ein Schutzmechanismus für mich war und dass es anderen Menschen, wie zum Beispiel Avi, ganz anders ging. Avi, die immer komplett aus sich, die alles immer so gemacht hat, wie sie es gefühlt hat und das so weit von der Norm abgewichen ist, dass sie bespuckt wurde, beworfen wird, dass sie jeden Tag, ich habe mich noch nie mit Avi getroffen, ohne dass geglotzt wurde oder irgendjemand geflüstert oder gelästert hat oder ihr was hinterhergerufen hat. Es ist wirklich, wirklich krass und das ist das, was er meint. Es haben die Leute über mich lustig gemacht. Natürlich ist es jetzt was anderes als. Und es ist übrigens auch, das merke ich jetzt auch gerade wieder, nicht so zielführend, jetzt darüber zu sprechen, weil es, wie gesagt, nicht darum geht. Es gibt unterschiedliche Vehemenzen von Diskriminierung. Aber ja, ich wurde von Kindern geschlagen. Zum Mittag bin ich alleine gesessen. Ich hatte oft keine Freunde, keine Einladungen zu Geburtstagspartys. Das ist mir eine Zeit in meinem Leben passiert und ich habe Gewalt, physische und psychische erfahren. Mhm. Und aus so einer Gewalt- und Mobbing-Erfahrung in der Schule können zwei Arten von Menschen hervorgehen, wie ich zumindest die Erfahrung festgestellt habe. Vor allem, wenn man das sehr internalisiert hat. Menschen, die diese Gewalt dann weitergeben wollen, um sich wieder gut zu fühlen, weißt, die dann die Gewalt an Schwächere wieder weitergeben, wenn sie erwachsen sind, sei das in der Arbeitswelt oder an ihren Kindern oder an ihrer Ehefrau oder Mann.
Und dann gibt es solche, die so sensibilisiert sind auf das Thema, dass sie überall hellhörig werden, wenn das passiert. Und dass sie sich auch einsetzen wollten, weil sie sich selbst nichts mehr gewünscht hätten, als jemand, der sich für sie eingesetzt hätte. Und ich versuche und ich hoffe, dass ich eher Letzteres geworden bin. Und genau das sehe ich ja auch gerade bei den Tieren, was da passiert. Ich sehe, ihnen wird eine unglaubliche psychische und physische Gewalt angetan. Schlimm. Schlimm. Bin ich vollkommen bei dir. Und deswegen bin ich der Mensch. Es ist halt auch nochmal krass, wenn sie das jetzt so erzählt. Es wäre mal schön, wenn man da Bilder zu hätte. Ich glaube, diese Bilder sind unglaublich stark. Und ich hasse dieses Wort eigentlich, weil es ist nicht stark, es ist grausam. Aber die sind stark im Transportieren von dem, was unser Gehirn schafft, auszublenden. Weil unser Gehirn ist, das ist ein Schutzmechanismus. Und ich sage das Beispiel immer gerne mal wieder. Ich habe, als ich im Krankenhaus gearbeitet habe, Leute gehabt, die hatten Tumore, die ihnen teilweise aus dem Mund rausgewachsen sind, die wegoperiert werden mussten oder aus der Brust rausgewachsen sind. Also Riesentumore. Uns muss ja allen bewusst sein, dass das nicht von heute auf morgen passiert. Oder uns allen ist bewusst, dass sowas nicht von heute auf morgen passiert. Das heißt, wir verdrängen. Wir verdrängen ganz viele Sachen. Und glaub mir, ich bin auch König des Verdrängens in vielerlei Hinsicht. Dinge, die mich belasten, verdränge ich. Es ist ein Schutzmechanismus. Wir wollen das nicht sehen, weil es unbequem ist, weil es uns dazu zwingt, in den Spiegel zu gucken. Weil es im Endeffekt Konsequenzen für unser eigenes Verhalten hätte. Weil wir dann nämlich merken, shit, ich lebe gar nicht mehr im Einklang mit dem, was ich eigentlich fühle. Nämlich das, was ich sehe, finde ich richtig kacke, aber ich mag das, was ich hier mache, total gerne. Ich möchte aber damit nicht aufhören, aber ich mag das auch nicht. Also muss ich gucken, dass ich mir das hier rechtfertige, in irgendeiner Form. Ja, aber den Tieren ging es doch gut, aber ich mache das ganz selten, aber es ist nur gutes Fleisch. Wisst ihr, was ich meine? Der Mensch, der diesen Tieren eine Stimme gibt, mich so hinstellt und sagt, Charo, lass sie in Ruhe. Du kannst aber vegan leben. Das, was du machst und wie du das machst, ist vollkommen für den Arsch. Ist vollkommen für den Arsch. Entschuldigung. Würde ich ihm tatsächlich widersprechen? Ich persönlich bin auch kein Fan von der Art. Ich kann einiges davon verstehen. Also rein emotional, wo die Gefühle, weil ich glaube, dass ich ähnlich war auf jeden Fall. Zeitlang, bevor ich angefangen habe, Videos zu machen. Auch währenddessen noch ein bisschen, aber vor allem davor. Und mich hat es total zerfressen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass fast jede Form, die gewaltfrei ist, des Aktivismus, eine Daseinsberechtigung hat und wichtig ist, um uns irgendwie voranzubringen. Und das darf man nicht unterschätzen. Man muss ihre Art nicht mögen. Man muss ihr nicht folgen. Man muss ihr was auch immer, nee, das ist alles okay. Aber sie bringt das Gespräch auf den Tisch und es gibt viele Leute, die jetzt darüber sprechen, inklusive mir, mit meinem Kanal, inklusive ihm. Und natürlich werden viele Leute das jetzt auch zerreißen und sagen, ey, du fuckst mich richtig ab. Aber trotzdem wird immer mehr über das Thema gesprochen und ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass sie in bestimmten Bereichen sensibler wird. Das wäre jetzt so mein Wunsch, aber also gerade so diese Vergleiche und diese Begriffe, ich finde das sehr unproduktiv, wenn es darum geht, wirklich Tieren helfen zu wollen und man weiß, dass das eigentlich kontraproduktiv für den Aktivismus ist. Da gibt es tatsächlich eine Studie zu, die habe ich, glaube ich, auch in dem letzten Video verlinkt. Entschuldigung, wenn ich das so knallhart sage. Woran machst du das fest? Woran machst du das fest? Das mache ich jetzt gerade an mir selber, vorhin. Ich habe das jetzt so im Nebensatz gesagt. Einmal ganz kurz noch. Die ProduzentInnen von dem Film Dominion haben selbst einen Post dazu gemacht, dass sie bestimmte Begriffe wie Holocaust, Vergewaltigung und Sklaverei nicht benutzen wollen, dass es kontraproduktiv ist, dass es dazu auch Studien gibt. Und diesen Link habe ich euch unter dem letzten Video. Ich verlinke es euch einfach nochmal. Beispiel. Ich mache einen Schritt auf dich zu. Ich sage, ich habe einen veganen Tag und du redest diesen veganen Tag so schlecht, dass ich gesagt habe, jetzt, ich schwöre, und ich meine das wirklich tot ernst, dass ich auf diesen veganen Tag scheißen tue. Ich möchte hier nur noch mal vor laufender Kamera betonen, ich habe diesen Tag nicht schlecht gemacht. Ich habe nur inhaltlich korrigiert, dass es sich deswegen nicht um einen veganen Tag definitionsgemäß handelt. Ich sage immer, natürlich ist es besser, nur einmal in der Woche seine Frau zu vergewaltigen, als es je. Oh, nee, nee, oh. How to not für ein Gespräch, was man deeskalieren möchte. Warum, warum, warum? Weil sie emotional total aufgewühlt ist und er, ich wollte gerade eigentlich was dazu sagen, wie das davor war, weil die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Es ist natürlich auch immer eine Frage, wie Körpersprache ist, wie man das sagt, nicht einfach nur, ja, aber ich habe doch nur das gesagt. Naja, es ist ja auch eine Frage, wie du es gesagt hast, was du gesagt hast, in welchem Kontext du es gesagt hast. Und natürlich ist es von ihm auch, hat er auch wahrscheinlich sich in seinem Ego angegriffen gefühlt und verletzt, hat er sogar selber gesagt. Insofern, aber das jetzt gerade ist, sorry, aber nein. Ich finde es nicht in Ordnung, verschiedene Formen der Diskriminierung zu instrumentalisieren, um für den eigenen Aktivismus, den man selber macht, zu nutzen. Und früher habe ich immer gedacht, ja, aber es stimmt doch. Es ist doch so, es ist doch im Endeffekt wirklich so. Einmal Fleisch ist gleich einmal weniger vergewaltigen. Aber jetzt weiß ich, Menschen, die von Vergewaltigung, es negiert einfach komplett die Lebensrealität von Menschen, die von Vergewaltigung betroffen sind. Und das Ding ist, den Tieren ist es scheißegal, ob du das Wort Vergewaltigung oder zwanghafte Befruchtung oder gegen ihren Willen gezwungen werden befruchtet. Man kann ja auch ein neues Wort dafür schaffen. Das ist den Tieren scheißegal. Diese Worte, diese extremen Worte haben halt Konsequenzen, die verletzen Menschen, die selber davon betroffen sind.
Sie sorgen dafür, dass dein Gegenüber weniger bereit ist, auch nur ansatzweise irgendwas von dem sehen zu wollen. Und den Tieren ist es am Ende egal. Und wenn wir wirklich den Tieren helfen wollen, dann geht es vor allem doch darum, effektiven Aktivismus zu machen. Und wenn wir wissen, dass diese Worte nicht effektiv sind im Aktivismus, sondern eher das Gegenteil bewirken, warum machen wir es dann? Und ich kann es mir nur so erklären, ich habe es damals gemacht, weil ich wahnsinnig wütend war, weil ich verletzt war. Natürlich hat es auch was damit zu tun, Recht haben zu wollen. Und es hat auch was damit zu tun, dass man dem Gegenüber ein schlechtes Gefühl geben möchte. Man möchte dem Gegenüber sagen, das, was du machst, ist scheiße. Und ganz ehrlich, findest du es okay, wenn ich jetzt meine Frau nur noch 5-mal die Woche anstelle von 7-mal die Woche schlage? Natürlich ist das besser. Und again, natürlich ist es besser, vegan zu leben, als einmal am Tag nur pflanzlich zu essen oder 5-mal am Tag. Aber dieser Vergleich ist einfach aus genannten Gründen nicht sinnvoll. Das jeden Tag das zu machen. Ey, und natürlich ist es auch besser, nur einmal in der Woche alle Frauen, die vergewaltigt werden, eine Ohrfeige verpasst du ihnen gerade. Woher willst du wissen, dass ich nicht selbst vergewaltigt wurde? Darf ich dann erst? Nein, es ist auch überhaupt gar keine Rechtfertigung. Es gibt auch immer in solchen Situationen Leute, die mir sagen, ja, mir ist das selber passiert, deswegen darf ich das. Nein. Also sobald man in der Öffentlichkeit ist, sobald man eine große Bühne hat, sobald man an ein Publikum spricht, was einem zuhört, sollte man das eigene Verhalten reflektieren, weil es Konsequenzen für Menschen hat. Und zu sagen, ja, mir ist das selber passiert, deswegen darf ich das. Das wäre so, als ob ich sage, ja, ich bin selber Schwuchtel genannt worden und das stört mich nicht, deswegen nenne ich jetzt einfach alle Schwuchtel und sage das einfach immer wieder, obwohl ich weiß, dass es vielleicht viele Menschen verletzen könnte. So funktioniert das nicht. Es geht eigentlich darum zu reflektieren und darüber nachzudenken, hey, nur weil ich etwas als nicht schlimm empfinde, heißt das nicht, dass andere das nicht als schlimm empfinden können. Also erst drüber reden, nein, Vergleiche sind immer objektiv und ich muss das nicht selbst erlebt haben, okay. oder schon, um es mit in ein Gespräch mit reinzunehmen. Aber was ich meine ist, natürlich ist Gewalt seltener auszuführen, besser als es jeden Tag zu machen. Aber was du gerade machst, ist eine unglaublich kindische Logik. Das zum Beispiel ist ein Satz, den ich so unterschreiben könnte. Logik, erstens, wie gesagt, ich habe es dir nicht ausgeredet, das haben wir hier auf Kamera. Und zweitens, ist das, was du gerade sagst, die Veganerin war gemein zu mir, jetzt muss ein Tier mehr für mich leiden. Das ist literally die Kindergartenlogik, die du hier gerade sagst. Das zeigt auch an deine, guck mal, ich bin nicht der Einzige. Also guck mal, es gab schon mehrere Leute, die auf dich zukommen wollten. Ja. Ja, und wo du dir direkt gesagt hast, nee, wenn du trinkst noch Milch, das ist immer noch kacke. Wo er dir auch gesagt hat, weißt du was? Mach Ciao, mach einen Abflug. Guck mal, was ich dir sagen will. Dein Aktivismus, den du betreibst, du sagst, du willst die Stimme für die Tiere machen, ist nicht mehr eine Stimme für die Tiere. Das wird alles auf dich persönlich reflektiert. Okay, du hast ein Kind, richtig? Ich habe 3 Kinder. Okay, stell dir mal vor, die wären jetzt am Schlachthof. Nein, sind sie aber nicht, weil das Menschen sind. Die sind nicht am Schlachthof. Hypothetisches Beispiel. Nein, du kannst hypothetische Beispiele beantworten. Nein, sind sie nicht. Das geht nicht in meinen Kopf rein. In meiner Welt geht das nicht. Wenn ich dir sage, was machst nein, du heute mit Menschen. 1 Million Euro, kannst du das auch beantworten? Nein, oder? Weiß ich nicht. Okay. Nein, kann ich nicht. Natürlich, weiß ich nicht. Okay, er stellt sich gerade quer. Ich muss aber auch sagen, dass ich weiß jetzt nicht, ob der Vergleich irgendwie hilft, weil das natürlich sehr abstrakt ist, irgendwie jetzt zu sagen, deine Kinder sind am Schlachthof. Natürlich ist, also ich glaube nicht, dass es die Art und Weise ist, Menschen abzuholen, aber erst recht nicht, wenn die Situation so geladen ist. Würde zum Beispiel eher sagen, Hunde, das finde ich ein bisschen nahbarer, weil es eben auch Tiere sind, zu sagen, hey, viele Menschen haben einfach einen Hund oder eine Katze und haben eine große Liebe zu denen, weil sie Bezug zu denen haben, weil wir sie jeden Tag sehen, weil wir Beziehungen mit ihnen aufbauen können, im Gegensatz zu den Ausnutztieren, zu denen wir keine Beziehung aufbauen können. Weiß ich nicht. Was machst du morgen, wenn es regnet? Was machst du morgen, wenn die Sonne scheint? Dann werde ich meinen Lego-Kasten bauen. Genau, ganz einfach. Du kannst ein hypothetisches Beispiel also beantworten. Ja, aber jetzt geht es nur noch darum, lol. Aber plötzlich, Kinder, wenn ich sag, dass ich meine Kinder im Schlachthaus vorstelle, geht nicht in meinen Kopf rein. Das geht nicht. Halt das gibt es in meiner Kinder, Welt nicht. Ich hatte bisher in meinem Leben wirkliche Probleme gehabt, dass ich mir diese Vorstellung gar nicht machen kann, weil ich mich mit Warenbeleben beschäftige. Verstehst du, was ich meine? Du warst im Gefängnis, richtig? Richtig. Stell dir mal vor, du wärst jetzt im Gefängnis, aber du hast nichts getan und dir, was weiß ich, da gibt's einige. Und dir droht, genau, das gibt's einige und ich finde das Rechtssystem eine ganz andere Frage. Nur es tut, wie gesagt, du, stell dir mal vor, du sitzt ungerecht im Gefängnis in Amerika und sollst jemanden umgebracht haben und sitzt jetzt, du kriegst die Todesstrafe, Und gab's auch schon. Schrecklich, ja. Mhm. Stell dir mal vor, du sitzt da jetzt und gab's auch schon, macht's natürlich nicht besser, ne? Also. Und du würdest dir doch wünschen, dass sich Menschen für dich einsetzen, dass sie sagen, das ist nicht okay, was ihr mit Charo gemacht habt. Bitte setz dich für mich ein. Aber ich erwarte auch von den Menschen, dass sie sich vernünftig einsetzen. Okay. Und auch mal die Meinung anderer akzeptieren. Das heißt, die Meinung, dass du halt jetzt die Todesstrafe bekommst, sollen die jetzt akzeptieren. Das würdest du nicht wollen. Das ist natürlich jetzt wirklich sture Dave sieht er das nicht so. Aber sie versucht gerade einen Vergleich zu machen, der gar nicht so schlecht ist, weil ich, und der übrigens auch zeigt, wenn andere Situationen wären, lass uns mal Hunde nehmen in dem Beispiel. Es gibt ein Riesenhaus voller Hunde, die alle einfach jetzt umgebracht werden sollen, weil wir keinen Platz mehr haben. Was meint ihr, wie viele Leute auf die Straße gehen würden und protestieren würden und laut werden würden und richtig brüllen würden und die Form von Aktivismus machen, die die meisten Menschen als extrem empfinden? Und da würde, glaube ich, fast niemand das gegen sagen. Da würde niemand sagen, boah, was sind das für radikale Menschen? Da sollen Hunde umgebracht werden und geschlachtet werden? Nein! Oh mein Gott, okay, ich laufe mit. Es ist halt, ja, es ist halt ein komplexes Thema. Nicht wollen, wenn du da unschuldig im Gefängnis sitzt. Wir leben in einer sehr
Entschuldigung, wenn ich das sage, in einer sehr ekelhaften Zeit leben wir. In einer sehr, sehr ekelhaften Zeit. Wir hatten vor kurzem Corona gehabt, die Menschen sind alle verhasst. Wir haben jetzt die Inflationskrise, die Leute sind noch verhasster, die wissen nicht, wie die übers Leben kommen und. Jetzt kommst du um die Ecke. Mhm. Ja, die Menschen beschäftigen sich damit und du schürst noch mehr Hass. Ich sag dir, wie das ist. Dir hört man nicht mehr zu auf deinen Aktivismus. Das wird schon alles persönlich. Weil trotzdem du keine bist du hier, trotzdem seid ihr hier. Genau. Also ja, aus falschen Gründen, wahrscheinlich weil es polarisierend ist und so, um irgendwie in ein Gespräch zu gehen mit ihr. Aber sie hat insofern recht, als dass sie das Gespräch natürlich in den Mittelpunkt bringt und dass sie es schafft, eine Bühne zu bekommen und dem Thema eine Bühne zu geben. Ich habe aber trotzdem mal meine Meinung auch schon ein bisschen gesagt zu ihrer Art. Weil ich dir versuche, ein bisschen so die Augen zu öffnen. Wir müssen gucken, dass wir heutzutage ein bisschen an den Tisch näher kommen. Ja. Ich habe es dir von Anfang an gesagt, dein Grundgedanke ist richtig. Warum? Warum ist mein Grundgedanke? Ich bin auch nicht für Massentierhaltung. Ich bin nicht dafür. Das ist auch nicht mit meiner Religion vereinbar. Ja gut, da habe ich jetzt wieder was zu sagen, weil das ist natürlich so ein bisschen, das ist ein bisschen das, was ich am Anfang vom Video mal gesagt habe. Das ist so der böse Feind Massentierhaltung. Dieses böse Feindbild erschaffen, was aber de facto 98 oder weit über 90% des Fleisches ist, was wir konsumieren. Und das Grundproblem auch verkennt. Das Grundproblem, dass wir, die meisten von uns, nicht auf tierische Produkte angewiesen sind, aber wir Tiere komplett instrumentalisieren und zu Gegenständen reduzieren, zu weniger als Gegenständen, zu absolut zweckgebundenen Körperteilen, die wir zerstückeln und nutzen und wir machen Körperschmuck aus ihnen. Wir malen ihre Knochen und Bänder, um da irgendwie, um das in Weichspüler reinzumachen und irgendwie machen das in Joghurt und Zahnpasta rein. Wir machen das in Schminke rein. Wir machen das als Pelzkragen, als Schmuck für unsere Klamotten. Wir tragen Leder, wir tragen die Haut von Tieren. Es ist schon sehr absurd, was wir mit Tieren gemacht haben. Und deswegen habe ich so ein bisschen Probleme mit dieser Aussage, ja, ich bin auch gegen Massentierhaltung, weil wir alle sind gegen Massentierhaltung. Es gibt, glaube ich, kaum einen Menschen, der sagt, ich finde Massentierhaltung cool. Aber das machst du doch erstens die ganze Zeit. Und zweitens ist es auch in der Massentierhaltung oder Bio oder sonst was. Nein, du weißt doch nicht, wie ich mich ernähre. Du siehst doch in deinen Videos, du kaufst dir 3-Euro-Döner, Junge. Woher glaubst du, kommen die denn? Das habe ich gemacht. Du kaufst dir 10 € McDonalds und sonst was ständig. Richtig. Also bitte. 3-Euro-Döner, guck mal, jetzt sage ich dir nochmal. Hey, das ist übrigens auch was. Ich glaube, viele Menschen sagen immer, ich kaufe nur gutes Fleisch und verkennen dabei aber, dass wir halt regelmäßig in Restaurants gehen, in denen Safe-Massentierhaltungsfleisch benutzt wird. Ob es jetzt Fastfood ist, es muss nicht unbedingt McDonald's, Burger King oder sowas sein, sondern es reicht ja, wenn wir in irgendein Restaurant gehen. Also die meisten Restaurants benutzen einfach Massentierhaltungsfleisch. Was auch immer Massentierhaltungsfleisch ist, ne, aber... Es gibt Menschen, die können sich nicht entscheiden, was die essen wollen. Natürlich gibt es immer solche Menschen und Inuits werden ewig von Fisch abhängig aber sein. Aber deswegen kann ich hier nicht angeln gehen, weil Inuits von Fisch abhängig sind. Wie du damit umgehst, ich rede von dir, es gibt Menschen, die können sich das nicht leisten. Und du sagst direkt, es gibt auch Inuits, die können sich... Ja, das, was du machst, ist dein Whataboutism-Fehlschluss. Du hast zu den Tieren eine höhere emotionale Bindung wie zu den Menschen. Ich weiß nicht, was bei dir im Leben widerfahren ist. Weiß ich, woher du kommst, ich schicke weder Menschen noch Tiere ins Schlachthaus. Du stellst das Tier in diesem Gespräch, was ich gerade mit dir führe, über den Menschen. Wo? Das tut sie nicht. Wo? Ich schicke weder noch in Schlachthaus. Ich bin für Grundrechte von fühlenden Individuen unabhängig ihrer Spezies. Anschauen, natürlich. Ja. Ich stelle sie nirgends über. Niemals stelle ich Menschen oder Tiere oder umgekehrt. Du wertest bestimmte Menschen gerade ab. Ehrlich. Nein, ich muss niemanden abwerten, der ein Tierquäler ist. Also das, was sie schon gemacht hat, ist natürlich dieses mit den Begriffen, die sie da benutzt hat, die ich nicht so schön finde, das so ein bisschen ausnutzen. Aber mein Eindruck war jetzt nicht, dass sie Tiere über Menschen stellt. So. Die Sklaven, bis heute gibt es noch Sklaverei. Bis heute werden noch Menschen ausgepeitscht. Habe ich auch nie anders behauptet. Ja, du stellst das aber mit diesem Fleischessen gleich. Nein, ich würde es dir auch gerne nochmal in Ruhe erklären, warum ich das mache. Aber ich fürchte, du bist einfach Logik nicht zugänglich, weil du hier in deine Scheuklappen ziehst. Wie deeskaliert man ein Gespräch one-on-one mit Raffaela? Scheuklappen zumachst. Und das ist eigentlich schade für jemanden, der sonst so offen ist und sich sogar als Friedensträger hier im Internet brilliert. Das ist auch schön, aber wie kann man Frieden haben, aber Krieg mit den Tieren? Was hast du bisher mit deinem Aktivismus erreicht? Was hast du bisher mit deinem Aktivismus erreicht? Was hast du für die Tiere erreicht, Charme? Ich habe eine Menge erreicht. Ich habe dazu erreicht, dass meine Community sich mehr mit dem Thema Biofleisch auseinandersetzt. Ja, dass sie auch darauf achten, wo die Qualitätsmerkmale sind. Da gibt es einige Videos dazu. Und ich rufe auch meine Community öfters dazu auf. Ah, ich bin ein großer. Also früher wurde ich immer gefragt, ja, was hältst du von Bio und so? Und eine Zeit lang habe ich auch gesagt, ja, ich glaube, es ist besser als nicht Bio. Aber inzwischen habe ich das Gefühl, ich habe meine Meinung darüber echt geändert. Also ich finde Bio ultra problematisch, weil es unfassbar intransparent ist und weil es einfach nur ein Siegel ist, was für unser Gewissen da ist. Es geht nur darum, dass wir am Ende das Gefühl haben, wir haben etwas Besseres konsumiert. So wie, ja, ich habe mir jetzt einfach einen teuren Lippenstift geholt und der ist qualitativ automatisch besser, was obviously Bullshit ist. Ich glaube auch nicht, dass Menschen
Menschen irgendwie dann näher dran sind, damit aufzuhören oder so, sondern einfach, dass wir einen anderen Weg gefunden haben, das zu rechtfertigen. Mal abgesehen davon, dass es auch in gewisser Weise einen klassistischen Beigeschmack hat, weil viele Menschen sich teures Fleisch auch einfach nicht leisten können. So, nicht, dass ich das möchte. Ich möchte nicht, dass irgendjemand, ich möchte, dass niemand sich Fleisch leisten kann, um ehrlich zu sein. Ich möchte, dass wir alle aufhören, Fleisch zu essen. Aber ich lebe halt nicht in einem Wunschkonzert, Leute. So ist das Leben halt, nicht? So auf sich mit dem Thema vegan auseinanderzusetzen, lass mal, was hast du mit deinem Aktivismus erreicht? Schau mal, was wir hier gerade haben, ist so, du hast keine Evidenz, bitte. Ich habe keine Evidenz, ich krieg, schau mal, ich will gar nicht mit Zahlen rumschlagen. Es ist eigentlich irrelevant. Nicht mit Zahlen, ich will dir mit Fakten rumschlagen. Ja. Guck mal, mit deinem Aktivismus, was du erreicht hast. Also ich habe faktische Evidenz von über 10 Leuten am Tag, die mir Nachrichten schreiben. Ich bin jetzt vegan. Aber selbst wenn das alles nicht so wäre. Ich möchte wissen, wie viele hunderte Hassnachrichten du bekommst und nicht wie viele 10 liebevolle Nachrichten. Du, guck mal, weißt, wie Wahrheit funktioniert, oder? Hass? Das arbeitet im Kopf. Ja, das arbeitet. Das arbeitet gar nichts, du machst zu. Die Phasen das ist der Wahrheit, bei mir gerade auch der Fall. Genau, aber da musst du einfach, was muss ich dir denn jetzt gerade wie sagen, damit du die Tiere in Ruhe lässt? Gar nichts. Genau, dann kann ich dich doch eh nicht erreichen. Dann kann ich es gleich ideologisch so machen, wie ich es für am richtigsten halte. Indem ich unvoreingenommen in dieses Gespräch gehe, die Logik der Situation präsentiere. Ich weiß, dass es leid. Ja, nur kann man Logik und Emotionen, und das sieht man ja auch sehr gut an beiden, nicht trennen. Wir sind emotionale Wesen. Oh, das bringt mich wieder auf das Gender-Video, Leute. Ich habe aufgehört, die Kommentare unter dem Gender-Video zu lesen, weil es einfach so absurd ist. Da kommen Leute, die das Video 8 Minuten oder 3 Minuten gucken, so einen Kommentar schreiben, der komplett emotional ist und uns alle Sachen absprechen und sagen, ihr habt einfach Unrecht, weil und dann kommen die Sachen, die wir alle in dem Video thematisieren. Und eine Sache, die wir, und die passt hierzu, die wir in dem Video auch mehrfach thematisiert haben, ist nur, weil wir emotional sind, weil es uns persönlich betrifft. Ich finde das sehr, sehr toxisch. Heißt es nicht, dass wir nicht inhaltlich Recht haben. Menschen, die emotional sind, ihre Inhalte abzusprechen oder zu sagen, wenn man emotional ist, kann man faktisch nicht richtig liegen, ist unfassbar privilegiert, toxisch und gefährlich, weil es nämlich automatisch dafür sorgt, dass Menschen, die in Machtpositionen sind, die von Diskriminierung nicht betroffen sind, die von vielen Themen nicht betroffen sind und entsprechend es sehr leicht haben, nicht emotional werden zu müssen, weiterhin in der überlegenen Position sind. Weil sie sind ja nicht davon betroffen. Also ich weiß gerade gar nicht, warum du dich so aufregst. Ich habe einfach nur meine Meinung gesagt. Und diese Meinung ist dann meist diskriminierend. Und deswegen, ich finde so ein bisschen, sie sagt, ich mache jetzt einfach Logik, das macht sie nicht. Sie ist nicht einfach nur logisch, sie ist unfassbar emotional. Er ist unfassbar emotional. Wie könnte ich davon ausgehen, dass wir als menschliche Wesen das trennen können? Und deswegen meine ich auch, man muss mit Emotionen arbeiten, man kann mit Emotionen arbeiten, auch positiv. Tiere gibt es, Massentierhaltung, ich weiß das, ich bin auch kein Befürworter dafür. Doch, bist du jedes Mal, wenn du dafür zahlst. Ja, natürlich. Dann bist du ein Befürworter. Ich hole aber Biofleisch. Wo ist dein Problem? 3-Euro-Döner ist kein Biofleisch, Charo. Lüg mich nicht an, lüg deine Community als wenn ich jeden nicht an. Tag einen 3-Euro-Döner wenn du sagst, du esse. Bist kein Befürworter, dann machst du es nie. Aber selbst Leute, die Milch und die Eier, die du konsumierst, unabhängig jetzt vom Fleisch, kommen auch nicht alle aus Bio-Bio. Und dein du ist auch Aktivismus. Nur so ein nochmal drauf, bitte zurückzukommen. Was hat dein Aktivismus damit, was hast du bewirkt? Okay, selbst wenn ich jetzt nichts bewirkt hätte, selbst wenn ich bis jetzt noch nie. Darf ich dir mal sagen, was du bewirkt hast? Kannst du mir natürlich sagen, ohne Evidenz, aber ja. Bitte? Hau raus. Guck mal, du hast dazu geführt, dass du junge Menschen, ja, die aus meiner Sicht nicht auf deine Höhe sind, vom Charakter her, dich mit diesem Thema zu unterhalten, du hast geschafft, in diese jungen Menschen Hass zu verbreiten. Wo? Indem Liebe du einen Nackenklatscher bekommen hast. Ja, was für Liebe wird dir? Ich bereite, weil ich eine Nackenklatsche bekomme, verbreite weil ich deine Art und Weise scheiße ist. Das heißt, wenn ich einem Friedensprediger ins Gesicht gebe, nein, hat der Friedensprediger hört sich die Meinung anderer Menschen das heißt, an und er lässt die Meinung an meinem, an dem Nackenklatsch. Bin ich schuld? Du bist, ich sag mal so, du hast deinen gewissen Teil dazu beigetragen, dass du einen Nackenklatscher bekommen hast. Als nächstes sagst du, dass Frauen daran schuld sind, dass sie vergewaltigt das werden. Das ist dann die nächste Stufe. Natürlich nein, kann man nein, das. Das ist nein. Doch absurd. Ich darf, es gibt sowas wie Meinungsfreiheit. Nein. Ich darf öffentlich. Oh, das ist gerade eine ganz unschöne Richtung, wie ich finde. Oh, alles daran ist schwierig. Alles daran ist schwierig. Ah. Also. Erstens, sie hat einen Nackenklatscher anscheinend bekommen, ich weiß nichts davon. Nein, sie ist nicht schuld daran. Körperlich zu werden und körperliche Gewalt in irgendeiner Form auszuüben, ist nicht zu rechtfertigen und niemand hat Schuld daran. Man kann so eine Situation auch einfach ohne irgendjemanden zu schlagen oder sonst irgendwie Gewalt auszuüben verlassen. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, ich kenne dieses Nackenklatschergerät nicht. Und dieser Vergleich mit, dass sie dann natürlich jetzt direkt sagt, Frauen, ist auch wieder so, also inhaltlich, again, sie hat natürlich recht. Es ist eines der schlimmsten Dinge, wenn Menschen Betroffenen von sexualisierter Gewalt vorwerfen, dass sie selber Schuld an Situationen haben, weil sie kurze Röcke getragen haben, weil sie sich provokant bewegt haben, was auch immer das sein soll. Schuld hat immer, immer nur der die Täterin. Immer. Ich darf öffentlich meine Meinung so kundtun, wie ich 100%, möchte. Ja? Mir 100%. Darf keiner in den Nacken schlagen. 100%. Okay, ich sag dir, was das dazu geführt dran. Hat. Wenn du charakterisch schwächere Menschen suchst, ja? Und du deine Meinung denen einbrechen willst, ja, einbrechen willst. Und diese jungen Menschen sich in deren Lage nicht anders wissen zu verhalten und die Hass empfinden, Hass spüren, kriegst du einen Nackenklatscher oder klauen sie dir die Cam.
Man sieht deine Hasskommentare, ey, unter deinen Videos, du willst Tiere retten. Jeder schreibt dir, ey, ich esse erstmal einen Döner. Und das meinen die Leute, die schreiben das nicht nur so, die meinen das todernst. Die gehen sich auch den Döner für 2 Euro reinziehen. Charo, was das schaffst du mit deinem Aktivismus. Nein, das schaffst du mit deinem Aktivismus. Was ich dir sagen will, versuch's doch mal wirklich mit Liebe, ja, mit Liebe zu machen. Geh doch mal wirklich auf die Menschen zu. Lass mal die Meinung anderer und versuch die mal zu sagen, ey, du hast einen veganen Tag, Charo, das ist sehr gut. Man könnte aber ein bisschen weiter dran arbeiten. Das ist aber schon mal ein großer Schritt. Charo, du sagst direkt, dass das scheiße ist. Hab ich nicht. Anders formuliert. Hab ich nicht. Anders formuliert, doch. Habe ich nicht. Ich schaue mir gerne die Wiederholung nochmal an. Schau uns gerne an. Ich habe nie gesagt, dass das schlecht ist, dass du dich überhaupt mit dem Thema befasst, dass du was verändern möchtest. Mhm. Das ist auch das, was ich in einem Video, was du vorher gesagt hast. Nee, sie hat es nicht gesagt, aber sie hat die Situation aus meiner Perspektive nicht richtig gelesen und hätte das meiner Ansicht nach anders vielleicht verpacken sollen, weil sie hat natürlich schon in so einer Situation, in der er auf sie zugekommen ist, gesagt, ich möchte erstmal das, was du sagst, relativieren bzw. korrigieren. Und das ist natürlich schon so ein kleines Zurückstoßen und so, ey, das, was du gesagt hast, es ist immer eine Frage, wie man das formuliert. Sie hat es inhaltlich, hat sie ihn nicht irgendwie deswegen fertig gemacht, das stimmt, aber sie spricht auch die ganze Zeit so, als ob Emotionen und Körpersprache und Kontext komplett irrelevant sind für die Sachen, die aus ihrem Mund rauskommen, und das ist einfach nicht so. Gesagt hast, dem Mädchen gesagt hat, die vegetarisch war, wo ich gesagt habe, hey, du suchst immer das Negative heraus. Du siehst nie was Positives. Du siehst alles schlecht. Für dich ist auch ein Glas halb leer, anstatt halb voll. Genau wie dieses Mädchen damals auf mich zugekommen ist, die gesagt hat, hey, das ist voll schlimm, was mit den Tieren passiert, deswegen bin ich Vegetarin geworden. Sagst du, hey, das ist voll schön von dir. Guck mal, der Opa hat dich sogar verarscht heutzutage. Sind Sie schon vegan? Nein. Ist schlimm, oder? Oh nein. Ich bin so schuldig. Ich bin so schuldig. Ja, ist schon gut. Wollen wir uns kurz hinsetzen? Wir setzen uns kurz hin. Aber das ist schön gemacht. Nein. Sind Sie nicht vegan und Sie fühlen sich nicht schuldig? Ich fresse Fleisch jeden Tag. Ein älterer, reifer Mann, du gehst mit so ein ernsthaftes Thema in die Öffentlichkeit. Ja. Da ist ein alter Mann, der schon eine gewisse Lebenserfahrung hat, der sagt, oh ey, aber so ein ernstes Thema, die macht das so bei was, die nehme ich erstmal auf den Arm. Ja. Die nehme ich erstmal auf den Arm. Richtig, richtig unangenehm, muss ich sagen. Ich kenne den Kontext nicht, aber dieser alte Mann ist ein gutes Beispiel für mich, wie toxisch unsere Egos sind. Also, ich meine, was ist denn das für eine Reaktion? Ist mir völlig egal, ob der 15 oder 85 ist. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie mit ihm gesprochen hat. Ich weiß es nicht, ne? Boah, es ist immer alles direkt so, wir sehen alles als persönlichen Angriff. Und dann wie so ein Kleinkind irgendwie so zu tun, ich fresse jeden Tag Fleisch und was willst du jetzt? Es geht immer darum, dass wir das Gefühl haben, dass uns was weggenommen wird, uns Entscheidung weggenommen wird und dass wir Kontrolle über die Situation haben müssen. Ich nehme meine Kontrolle zurück, indem ich dir sage, weißt du was? Ich lasse mir von dir gar nichts sagen, ich esse jetzt Fleisch. Okay, cool. Und jetzt hast du es mir gezeigt, weil... Alles, was du damit gezeigt hast, ist, dass du inhaltlich mir nicht zuhören wolltest, dass du die empathische Reichweite einer Bierdose hast. Und natürlich ist in dem Zusammenhang wichtig, wie man das kommuniziert, ne? Also, das ist ja das, was ich die ganze Zeit versuche zu vermitteln. Also, nur wenn man älter ist, hat man recht. Nee, und mit Jungen darf man generell nicht über Gerechtigkeit sprechen. Wenn du die Vorlage so behämmert gibst, ist klar, dass du verarscht wirst. Wenn du die Vorlage gibst, ist klar, dass manche junge Menschen aus ihren Gefühlen nicht anders handeln können, dir eine Nackenklatscher dazugeben. Ja, okay. Ich habe mich über weder den Nackenklatscher noch darüber, dass er mich verarscht hat, jemals beschwert. Mhm. Ja. Ich benutze all diese Sachen, weil ich der Menschheit zeigen will, wie krass die Reaktanz von manchen ist. Als Außenbetrachter sehe ich das so. Wir leben in einer schwierigen Zeit, das habe ich dir gerade schon mal gesagt. Corona, die Menschen sind verhasst, Inflationskrise. Wir haben eh schon Probleme genug. Ja. Wir müssen dazu gucken, heutzutage, dass wir uns näher kommen. Ja. Ja? Und das nochmal, das, wie du das machst, du sorgst dafür, dass wir es... Du schürst Hass aus meiner Sicht. Wie gesagt, also ich glaube, was er sagt, stimmt schon irgendwie auch. Also ich würde mir das auch wünschen. Es ist halt immer so eine Sache, wenn es um soziale Gerechtigkeitsthemen und Aktivismus geht, man kann nicht alles nur in Zuckerwatte verpacken. Man kann nicht nur sagen, ja, das wäre schon irgendwie mega cool, wenn du irgendwie vielleicht einmal weniger Fleisch, sondern es geht vor allem darum, wie wir inhaltlich gut vermittelt bekommen, mit einer gewissen Vehemenz Leuten zu sagen, ey, das ist richtig scheiße, was wir hier machen. Und wir alle tragen dazu bei, dass das aufrechterhalten wird. Und dazu gehören andere Themen auch.
auch. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir lernen, unser Ego beiseite zu legen und zuzuhören und miteinander zu kommunizieren. Ich glaube, das ist eher so das Hauptproblem, das Ego und die Art und Weise, wie wir miteinander reden. Das sagst du einfach komplett evidenzbefreit. Also wir haben hier genauso gut Menschen, die genau das Gegenteil über mich sagen würden. Das sind alles Anekdoten. Aber wie dem auch sein. Mag sein, dass da mal bei den einen oder anderen mal was ankommt. Das mag ich nicht bestreiten. Aber der größte Punkt, das sieht man auch an deinen Kommentaren, ist Hass. Ja. Ist so. Hass. Viele Veganer haben sich von deinem Aktivismus distanziert. Ja. Haben sie. Ganz interessant übrigens, wenn man jetzt mal beobachtet, worüber redet er? Er redet die ganze Zeit nur über ihre Form des Aktivismus, gar nicht über die Inhalte ihres Aktivismus, weil er von vornherein gesagt hat, gebt ihr recht, aber er möchte, glaube ich, auch nicht zu viel über die Inhalte reden, weil er weiß, dass sie da eigentlich recht hat. Und sie möchte nur über die Inhalte reden. Vielleicht auch nicht reflektieren, ob ihre Form des Aktivismus vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht besser sein könnte oder anders. Oder? Ja, warum? Weil sie Angst haben, Leute auf den Schlips zu treten. Nein, Mann, weil die merken, deine Art und Weise ist behämmert. Das ist das, was ich dir sage. Lieber Charo, du würdest wahrscheinlich auch keine Kritik darüber annehmen, wenn jemand richtig schlecht kocht und dir dann sagt, dass dein Schnitzel scheiße ist und dass du das anders machen sollst. Habe ich noch letzte Woche in der Küche gehabt. Aber du würdest dann wahrscheinlich sagen, hey, schön, dass du mir das sagst, aber ich mache es jetzt weiter so, wie es besser schmeckt. Ich arbeite dran, genau. Und, wir können noch voneinander lernen. Ja. Das ist das, was ich auch damit sagen will. Und ich höre ja auch diese Sachen und ich lese ja auch die Kommentare und ich sitze ja jetzt gerade mit dir hier, statt in deinen Laden zu rennen und mit deinem Megafon dich nur anzuschreien, wobei die inhaltliche Wahrheit meiner... Also willst du mir jetzt sagen, du nimmst gerade was an? Manchmal. Jetzt gerade nicht. Nein, jetzt gerade nicht. Weil du, wie gesagt, so ein Mensch bist. Nein. Ne? Stell dir mal vor, du würdest einen Stand machen, wo du bist Libanese, hast du gesagt, oder? Genau. Wo du einen Stand machst, wo du sagst, okay, ich verteidige meinen kulturellen Hintergrund und setze mich dafür ein, dass wir nicht diskriminiert werden dürfen, weil wir genauso fühlen können wie Menschen, die nicht libanesisch sind, die aus Deutschland, aus Österreich oder sonst was sind. Und du machst diesen Stand. Und dann kommt einer, lass mich ausreden. Bitte. Und dann kommt einer daher, der schlägt jeden Tag deine Familie, deine Kinder, weil sie einfach Libanesen sind und sagt, jetzt, ja, scheiße. Und der sagt dann so, haha, Charo, ich diskriminiere euch weiter, aber übrigens ein Stand hier, das bringt gar nichts. So würdest du diesen Menschen zuhören? Welche Stimme hast du da gerade nachgemacht? Wen hast du da gerade im Das frage ich mich nur auch. Irgendeine Stimme von irgendeinem Menschen, der da halt kommt. Guck mal, du redest so, ne, guck mal, ich finde so, du redest über Rassismus, du affst manche Menschen hier nach. Und das finde ich so respektlos. Guck mal, das finde ich wirklich so respektlos. Von Respekt reden, aber Tiere zum Schlachthof. Das finde ich so respektlos. Das ist doch lächerlich. Wie du die Menschen nachaffst, dass Sklaverei, Holocaust mit Fleischessen gleichsetzt, finde ich wirklich respektlos. Ich kann es dir gerne nochmal erklären, aber du müsstest mich halt mal ausreden lassen. Nicht erklären. Jetzt lass mich mal ausreden. Und ich würde es mir wirklich vom Herzen wünschen, ne, dass du das, was du gerade so halbherzig bestätigen wolltest, dass das wirklich mal mit dir was auslöst, dass du wirklich mal dran arbeitest, mal mit bisschen Liebe und lass mal die andere Meinung zu, dass wir uns schaffen, wirklich an einen Tisch zu kommen, dass du noch mehr Leute schaffst, wirklich an einen Tisch zu bringen. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass Charo eigentlich jemand ist, mit dem man richtig gut, also ich habe den Eindruck, ich weiß es natürlich nicht, richtig gut darüber sprechen könnte. Würdest du die Meinung von einem Rassisten zulassen? Ich bin auf jeden Fall so weit in der Lage, dass ich mich mit einem Rassisten an den Tisch setze und sage, warum er ein Rassist ist. Ja. Wo bin ich ein Rassist? Du bist ein Rassist zu den Tieren. Wo bin ich ein Rassist zu den Tieren? Guck mal, sowas gibt's in meiner Welt nicht. Okay, und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Raffaella sich offensichtlich mit dem Thema Rassismus noch gar nicht auseinandergesetzt hat, das aber für sich nutzt, um Veganismus zu promoten. Und I'm not here for that. Ich finde das nicht cool. Also es ist meines Erachtens nach absolut kontraproduktiv, Diskriminierungsformen auszunutzen, wenn man clearly sich nicht damit auseinandergesetzt hat. Wenn sie sich damit ernsthaft damit auseinandergesetzt hätte, und das bedeutet einfach mal Bücher lesen, zum Beispiel das Buch Exit Racism ist Alice Hasters, Noah So. Ich meine, wenn sie es gemacht hat und vergessen hat, dann bin ich ein bisschen schockiert. Aber sowas zu sagen zeigt einfach, ich habe bisher in meinem Leben richtige, ernsthafte Probleme gehabt. Das sind richtige, Nein, das sind keine richtigen, ernsthaften Probleme. Das sind die Probleme, du hast bisher, finde ich, in deiner Welt immer Langeweile gehabt. Du hast gesagt, was kann ich jetzt machen? Mein Studium, ich habe meinen Ärztetitel. Schwierig. Was kann ich jetzt machen? Ich schaffe mir einfach ein Problem. Es ist halt überhaupt keine Basis mehr für eine Diskussion da jetzt, ne? Problem. So ist das, wie ich sage. Guck mal, du sagst zu mir gerade... Eigentlich müssten die mal kurz eine Pause machen. Eigentlich müssten die mal kurz irgendwie eine Stunde Pause, eine halbe Stunde Pause machen, Spaziergang, essen gehen, sich nicht sehen, einmal umarmen und wieder sagen, hey, lass uns nochmal neu anfangen jetzt. Ah, das ist jetzt so wie kindisch. Das, genau dasselbe machst du gerade. Die essen übrigens auch gar nicht, ne? Die fuchteln ja nur in ihrem Essen rum. Aber ist nicht schlimm, meine Liebe. Guck mal, fass mich bitte nicht an. Ah, guck mal, jetzt gerade haben wir uns noch fast Honig um den Mund geschmiert, jetzt fass mich nicht an. Guck mal,
was ich dir sagen will, ob ich dich anfasse oder nicht, was ich dir sagen will, Fakt ist, meine Liebe, ne? Mach das weiterhin, nur mit ein bisschen Liebe. Lass mal weitere andere Meinungen zu. Lieber ja? Charo, nein, lässt du mal, bitte die Tiere in Ruhe? Guck mal, du machst dich damit auch hier mit dieser Lieber Charo, machst du dich auch wieder über Menschen lustig. Ich rede gerade mit der Raffaela und du brauchst jetzt nicht in andere Persönlichkeiten reinzuschlüpfen, um dich da ein bisschen zu verkriechen. So, lass mal ein bisschen Liebe zu. Wir brauchen nur ein bisschen Liebe, so wie Rosenstolz das sagt. Ehrlich. Schau mal, ich habe halt Liebe, sowohl für Menschen wie auch für Tiere. Nee, für Menschen hast du weniger Liebe, als du hast mehr Liebe für Tiere. Du weißt schon, dass ich Ärztin bin, gell? Ja, das weiß ich. Willst du mir jetzt vorwerfen? Okay, das ist echt kein Argument, sorry, aber zu sagen, ich bin Ärztin und deswegen liebe ich Tiere, ist wirklich kein Argument. Das kann ich selber als Arzt sagen. Vorwerfen, dass ich keinen Respekt vor dem menschlichen Leben habe, dass ich keine Liebe für meine Mitmenschen habe. Für die Tiere hast du mehr Respekt und mehr Liebe. Woher willst du das wissen? Wie gesagt, ich behandle ja alle gleichermaßen. Das sehe ich an deiner Art und Weise. Ohne Gewalt und ohne Diskriminierung. Das sehe ich an deiner Art und Weise. Du vergleichst Sklaverei mit Fleischessen. Ja, das zeigt mir schon, wie respektlos du bist. Das zeigt, du hast doch keine jetzt 10-mal Liebe. Gesagt, darf ich es jetzt einfach einmal erklären? Nein, weil du das schon 1000-mal im Netz erklärt hast. Da will ich gar nicht hören, weil du kannst das nicht nachempfinden. Wenn du mal in beispielsweise Haut, schwarze Menschen als Objekte und Sklaven benutzt haben und der Rassist gesagt hat, ja, Schwarze sind ja nur Objekte oder der Sexist gesagt hat, ja, Frauen sind ja nur Objekte, die darf ich unterdrücken und diskriminieren oder gar über Kinder oder Menschen anderer Kulturen und Hautfarbe oder Sexualitäten. So sagt unsere Gesellschaft jetzt größtenteils, ach, das sind ja nur Tiere. Die moralische Denkweise von der Diskriminierung und der Unterdrückung ist einfach unabhängig vom Opfer. Die Diskriminierung bleibt die gleiche. Ob wir das jetzt eben Rassismus oder Sexismus nennen, wir sollten weder nach der Hautfarbe, Kultur, Sexualität oder Geschlecht diskriminieren und eben auch nicht, ob jemand im Körper von einem Schwein ist oder nicht, weil diese Tiere, die haben ein gleiches Bewusstsein wie unsere jungen Kinder, wie Katzen, wie Hunde. Keiner von uns will zum Schlachthof, du willst nicht zum Schlachthof. Sie hat absolut recht mit dem letzten Teil, also Tiere, Bewusstsein und dass sie kein, das, ne, aber ich habe ja jetzt auch, glaube ich, in dem Video schon häufig genug gesagt, warum die Vergleiche davor auf vielen Ebenen hinken und auch kontraproduktiv sind. Nicht zum Schlachthof, du willst nicht so behandelt werden, wie weißt, du selbst die Biotiere behandelst und dann bedeutet es, wir müssen einfach nur unsere Liebe. Warst du mal in ein dritte Weltland? Der begriffete Weltländer sollte nicht mehr benutzt werden. Das ist etwas, was mit sehr viel Rückständigkeit verbunden wird und auch so der Kontext fehlt, warum es überhaupt zu der Situation gekommen ist. Also Kolonialisierung, Ausbeutung. Alle Begriffe, die es aktuell gibt, sind nicht komplett unproblematisch, aber ich würde sagen, mein Stand ist, dass man eher von dem globalen Süden spricht. Das ist nicht 100% akkurat, weil natürlich auch Länder im globalen Süden sind, die nicht von mehr Armut betroffen sind und Diskriminierung und Benachteiligung. Aber ja, das wollte ich noch mal kurz einschieben. Diese Tiere. Warst du mal in einem dritten Weltland? Warst du mal da, wo richtig Armut war? Ja, war ich. Übrigens auch interessanter Side-Fact jetzt am Rande. Der globale Norden beutet den globalen Süden ja aus. Bedeutet aber auch, dass wir zum Beispiel ganz viele Ressourcen von da beziehen, dass wir ganz viele Menschen für wenig Geld arbeiten lassen. Zum Beispiel auch in der Lederindustrie, dass ganz viel Kinderarbeit, bei Klamotten generell, um hier dann die Produkte in Massen zu konsumieren für einen viel höheren Preis, die Ressourcen dort zu verbrauchen und Menschen dort in absoluter Armut teilweise leben. Aber es ist ja zum Beispiel auch so, dass im globalen Süden mehr Menschen hungern und auch Hungertode sterben. Und das Krasse an der Situation ist ja, dass dort dann Tiere und Essen gehalten wird, die zu uns geschifft werden, damit wir das hier konsumieren können, während dort Menschen hungern. Das heißt, es werden sowieso in dieser Industrie Tiere und Menschen ausgebeutet. Veganismus ist generell eine soziale Gerechtigkeitsbewegung, die immer intersektional betrachtet werden sollte, aber die auch Menschen betrifft. Auch Menschen zum Beispiel in Schlachtbetrieben, die oft Migrationshintergrund haben, die unter schlimmsten Bedingungen komplett ausgebeutet werden. Ein gutes Beispiel dafür war Tönnies. Es gab da mal eine Doku über Tönnies und da war, ich weiß es noch, das waren ungefähr 1200 Euro, die sie brutto im Monat verdient haben. Davon mussten sie aber 500 Euro für die Matratze, die sie in diesem Zimmer haben, in dem sie gelebt haben, ausgeben. Krank sein und ausfallen galt nicht. Das wurde vom Gehalt abgezogen, wurde nicht akzeptiert. Das ist eine Art Zwangsarbeit. Währenddessen ist Tönnies Milliardär. Dazu kommt auch noch, also das heißt, Menschen werden komplett ausgebeutet, deren sozialer Background und Benachteiligung in der Gesellschaft wird komplett ausgenutzt. Dazu kommt aber auch noch, dass der Job an sich eine der höchsten Raten an psychischen Erkrankungen, also posttraumatische Belastungsstörung, Depressionen, Suizid, verbunden ist. Ich Armut war? Ja, war ich. Ja? Wo denn? In Mumbai. In Mumbai, was hast du denn da gemacht? Das war, wir waren dort auf Tourismus und es war ganz, auf Tourismus, schön. Auf Tourismus. Ja. Ich meine wirklich, warst du mit da drin, wo die Menschen auch wirklich Probleme hatten? Ja. Es geht nur noch darum, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen. Oder warst du auf Tourismus? Wir sind da durchgegangen und es war halt im Rahmen von einer touristischen Sache. Und du musst es mal erleben. Ja, du musst es mal erleben, wie die Menschen da unten verhungert, versklavt werden. Ja. Aufgrund. Jetzt könnte man einfach sagen, warst du schon mal bei einer Schlachtung dabei? Warst du schon mal? Aber selbst dann, es ist ja auch egal, es tut ja nichts zur Sache. Es ist einfach egal. Also es tut überhaupt nichts zu der Debatte gerade. Aufgrund ihres Aussehens, aufgrund das ihrer passiert, Herkunft. Das sage ich auch gar nicht, kannst dass das du nicht passieren. Nachvollziehen. Weil wenn du nur ein bisschen Funkeln nachvollziehen könntest, würdest du nicht so respektlos
Fotos, das eine miteinander vergleichen. Ich muss nicht wissen, wie das ist, einen Herzinfarkt zu haben, um zu wissen, dass das für meinen Patienten nicht gut ist. Und wenn ich es vermeiden könnte, dann sollte ich es vermeiden. Und genauso muss ich nicht immer jede Form von Diskriminierung und Gewalt erlebt haben, um zu wissen, dass es sie zu vermeiden gilt. Guck mal, liebe Raffaella, wir werden eh nicht hier auf einen Punkt kommen. Nee, leider nicht. Nee, wir werden weil nicht du bist leider Logikresistent. Nein, du wirst leider keinen Döner essen. Doch, ich veganen vegane, Döner. Ich habe einen veganen Tag eingebaut, auf den ich jetzt ab heute wirklich scheiße. Das ist ein pflanzlicher Tag. Nee, da ist auch kein pflanzlicher Tag mehr. Ach Leute, ey, was ist denn das für ein Kindergarten jetzt am Ende? Wirklich, siehst du, ja, ich scheiße jetzt auf alles und ich hau einfach immer wieder dieselben Sachen raus, nur um auf mein Recht zu beharren. Bei ihr geht es jetzt nur noch darum, Recht zu haben und ihm geht es nur noch darum, Recht zu haben und irgendwie einer auszuwischen. Und beide haben inhaltlich, also, naja. Mehr. Hast du, irgendwann mal muss ich mich wieder damit auseinandersetzen, aber du hast erstmal wirklich völlig reingekriegt. Die Veganerin war gemein zu mir, jetzt muss ich ein Tier töten. Ja. Wahnsinn. Guck mal, meine Liebe. Guck, dass wir mehr Liebe auf der Welt haben. Ja, absolut. Auch für die Tiere. Nee, erstmal fürs Zwischenmenschliche. Die leiden genauso wie wir Menschen. Also ich muss ja auch noch mal eine Sache sagen, weil er sagt, mehr Liebe. Also Aktivismus kann nicht immer nur mit Liebe sein. Es kann nicht immer nur sein, dass wir auf Missstände hinweisen und das liebevoll tun. Das machen wir bei anderen Formen des Aktivismus ja auch nicht. Also wenn es um den Iran geht, wenn es um den russischen Angriffskrieg geht oder um Geflüchtete, das machen wir ja auch nicht mit nur Liebe und sagen, ja, ach, wisst ihr, was total toll wäre, wenn wir einfach nett wären, auch zu den Menschen im Iran, weil denen passieren auch gerade echt blöde Dinge und das ist schon richtig blöd und fies und können wir bitte mal damit aufhören. So funktioniert Aktivismus ja nicht. Aktivismus muss ja eine gewisse Vehemenz haben und es muss verschiedene Formen davon geben. Deswegen finde ich das auch okay. Aber das, was hier gerade passiert, ist natürlich einfach nur Kindergarten, wie ich finde. Und halt emotional beide einfach wahnsinnig getroffen sind. Und ich mache mal dieses Beispiel, wenn man sieht, wie jemand auf der anderen Straßenseite einen Hund schlägt. Man sieht das und man denkt sich, okay, ich muss jetzt dazwischen gehen, ich muss was sagen. Kein Mensch würde da sagen, ja gut, versuch's mal mit Liebe mit diesen Menschen zu reden. Das ist natürlich nicht das, was wir machen, wenn wir Fleisch konsumieren, weil wir nicht aktiv das machen, sondern wir geben das in Auftrag. Wir sind so sozialisiert, wir haben fehlendes Wissen, fehlendes Bewusstsein dafür, weil es diese Industrie auch sehr gut geschafft hat, das vor uns zu verbergen, weil wir als Menschen Gewohnheitstiere sind, weil wir ignorant sind, weil wir teilweise wahrscheinlich auch faul sind, weil wir keinen Bock darauf haben, weil es uns schmeckt, weil wir keine Lust haben, uns mit den Konsequenzen auseinanderzusetzen. Also da spielen ja viele Sachen mit rein, natürlich aber auch fehlendes Bewusstsein und was bedeutet es in der Konsequenz für mein Leben, für mein Umfeld, auch soziale Konsequenzen. Das ist ja so, so komplex. Ich muss keinen Gewalttätern gegenüber Liebe vorbringen. Menschen, die ignorant, absichtlich Gewalt an Schwächeren ausüben. Wer ist ein Gewalttäter heutzutage? Jeder Mensch, der absichtlich, obwohl er weiß, was mit den Tieren passiert, Tierprodukte kauft oder sich für nicht vegane Dinge entscheidet, der unterstützt direkte Gewalt an fühlenden Personen, nur weil sie in anderen Spezies stecken. Inhaltlich, again, richtig. Guck mal, hier hast du dir dieses Problem erschaffen. Nein, das habe ich mir nicht erschaffen. Doch, du bringst das so krass, du willst das so krass, deine Meinung in andere Köpfe reinbrechen. Ich fasse mich kurz zusammen, dass du eher das Gegenteil erreichst, wie als das, was du erreichen willst. Von daher, dein Aktivismus, du sagst, du willst für die Schweine sprechen, das ist so, wenn ich das jetzt so reflektiere, ich sag es dir noch, du erreichst damit nichts, du erreichst das Gegenteil. Zeig mir, dass du ein bisschen für dich so irgendwo dein innerlicher Raffaella ein bisschen chillen willst. Aber es geht halt beiden jetzt nur noch darum, Recht zu haben, ne? Also es geht jetzt nur noch darum, dass er sagt, ich habe Recht und ich beweise dir das, indem ich jetzt meinen veganen Tag streiche. Sie sagt, ich habe Recht und baller komplett emotional ungefiltert irgendwelche Sachen raus. Du kriegst deine Aufmerksamkeit, du stehst ein bisschen im Rampenlicht, die Leute kommen auf dich zu, die unterhalten sich. Es ist immer wieder lustig, wenn Nicht-Veganer kommen, um einen Aktivismus zu kritisieren, an dem sie schuld sind, dass ich ihn überhaupt machen muss. Nein, das wird persönlich, weil dein Aktivismus nicht mehr beim Aktivismus ist. Hast du irgendeine Rechtfertigung dafür, nicht vegan zu sein, Charo? Ich? Ja. Es ist mein Genuss. Ja, das heißt, Genuss rechtfertigt Gewalt. Ich bin damit groß geworden. Guck mal, ich bin damit... Tradition. Nee, nichts Tradition. Guck mal, nichts Tradition. Ich bin damit in dieser Gesellschaft groß geworden. Ja, und ich kenne das auch von... Ich habe das so gelernt in der Schule. Ich habe meine Schneidezähne, ich habe meine Reißzähne, ich habe meine Kauzähne. Ja, das wurde mir alles hier in der Schule beigebracht. Ja, und wenn ich sage jetzt so, du willst mir jetzt... Reißzähne. Du willst mir jetzt eine andere Meinung nahelegen. Und ich sagte ja, ey, cool, ich befasse mich schon einen Tag damit. Und du zählst mir jetzt nur die schlechten Tage, die schlechten Sachen auch von den einen Tag. Kannst du es noch dreimal wiederholen, das wird deswegen nicht richtiger. Babalabab, bringt keinen Sinn. Und wie Sie gesagt, Geschmack und Tradition können keine Gewalt an fühlenden Individuen rechtfertigen. Manche Menschen sind in einem rassistischen, homophoben Hauchhaushalt aufgewachsen. Und es hat ihnen vielleicht sogar Genuss gebracht, Frauen zu diskriminieren.
Gibt's das auch. Sind alles keine Rechtfertigungen, um solche Gewaltakte und Diskriminierung weiterzumachen. Diese Menschen werden dann therapiert, stell dir das mal vor. Genau, und du solltest auch therapiert werden, damit du deine Gewalt gegenüber Tieren ablegst. Nein, weil das, was ich mache, ist vollkommen normal. Es ist normal. Ich werde nie abstreiten, dass Fleisch essen, Milch trinken warum und so weiter normal therapieren? Ist, wenn Normalität warum nicht soll ich immer das dann Rechtfertigung für ethische Rechtsbrüche darstellt. Hier in der Gesellschaft, in der wir leben, ja, du schaffst gerade ein Problem, was gar kein Problem ist. Schau mal in die Schlachthäuser, schau mal in die Tierindustrie, schau mal in die Augen der Tiere und sag mir, dass das kein Problem ist. Habe ich schon gemacht. Wenn ich das nicht machen würde, würde ich mir nicht bei meinem Metzger des Vertrauens einkaufen. Habe ich doch schon alles gemacht. Ja, ist doch, habe ich doch schon alles gemacht. Also, Charo rechtfertigt Tiermord durch Genuss und Tradition. Wir halten es fest. Und er tötet jetzt mehr Tiere, weil die Veganerin gemein zu ihm war. Das ist ihre Aussage. Auf jeden Fall, guck mal, ich will da auch nicht weiter drum rumrütteln. Du bist fest eingefahren, so wie ich fest eingefahren bin. Ich will jetzt auch hier so das Schluss. Wie man ein Gespräch nicht führen sollte. Schlusswort finden. Wir leben in einer ekelhaften Zeit. Kein Grund, ekelhaft diese, zu sein. Genau, das gilt ja auch für dich, nicht nur für mich. Auch den Tieren gegenüber. Auch für den Tieren gegenüber, lassen wir auch den Tieren gegenüber. Mhm. Du willst Aktivismus, die Stimme der Tiere erreichen. Ich schwör's dir, wenn die Tiere das mitbekommen, was du hier machst, die würden auch alle auf dich kacken. Ehrlich, weil du machst vollkommen das Gegenteil. Ja. Du machst wirklich gesagt, vollkommen... Glaube ich tatsächlich nicht, ich weiß es nicht. Also ich glaube, wenn man in so einer absoluten Ausnahmesituation ist, in der man voller Panik und in der Hölle lebt, und das ist ehrlich gesagt das, was Tiere durchleben, ist die absolute Hölle. Ich war selber 2019 in der Schweinemast und ich habe wirklich viel zu viele Videos über Tierhaltung und Ausbeutung gesehen und ich glaube, ich wäre einfach dankbar über jede einzelne Person, die versucht, mich aus dieser Hölle rauszuholen. Du kannst mir immer noch nicht sagen, was ich jetzt machen muss, damit du einfach vegan wirst. Du bist so lass doch nicht mal die vegan. Meinung anderer Menschen zu. Ich lasse sie zu, ich habe sie mir angehört. Ich okay, gesagt, dann warum lass das ab heute zu. Wenn jemand dir sagt, heutzutage, der trinkt nur noch Milch, dann sag ihn, ey, super, mach weiter so. Ja, lass die Meinung eines Rassisten zu. Komm, Schwarze sind schlecht. Ich habe mein Wort gesagt, Leute, ich will nicht dagegen mehr angehen. Ihr seht, die Frau, die sagt immer wieder, das sind Rassisten und was weiß ich was. Das ist Diskriminierung. Für mich. Was ist Diskriminierung? Ja, was mit den Tieren passiert, das ist Diskriminierung. Ja, ist okay. Du diskriminierst auch andere Menschen. Das ist für mich aus meiner Sicht viel, viel schlimmer. Boah, das ist natürlich alles irgendwie jetzt auch kein Argument. Also es ist de facto eine Form der Diskriminierung. Also das ist ein Fakt. Es ist eine Form der Diskriminierung, was wir mit Tieren machen. Das nennt sich Speziesismus. Das, was er jetzt gerade sagt, also du diskriminierst andere Menschen und das ist viel schlimmer. Das ist überhaupt nicht zielführend. Weil warum muss man diese Dinge überhaupt auf die Waagschale legen? Also das, was sie sagt, ist natürlich teilweise, habe ich ja schon kritisiert. Aber ich glaube, dieses ganze Gespräch ist einfach jetzt nur noch eine einzige Bombe. Und das ist auch für mich... nachvollziehbar, wenn du einen Nackenklatscher bekommst, wenn du deine Kamera geklaut wird, wenn der Opa dich verarscht und Gott bewahre, was in Zukunft noch passiert. Das wünsche ich mir nicht. Von daher, und das geht wirklich an alle jungen Menschen, wo diese junge Frau, die versucht immer wieder diese jungen Menschen abzugreifen. Wenn ihr diese junge Dame seht, macht bitte einen ganz großen Bogen. Wollt ihr euch mit dem Thema vegan ernähren, sucht euch richtige Aktivisten. Es gibt wirklich einige, jede Menge, die euch auch mal gut sprechen für das, was ihr macht. Und wenn ihr auch nur mal einen Tag vegan habt oder auch mal eine Stunde vegan habt. Da gibt es viele gute andere Aktivisten, die das besser machen. Nur um sie macht bitte einen großen Bogen, weil die ist völlig fest eingefallen. Sie sagt zu mir, ich bin Rassist. Dabei ist sie aus meiner Sicht noch mehr Rassist, wie ich es, als sie es von mir behauptet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, meine Lieben. Wolltest du auch noch was sagen? Es gibt keinen ethisch signifikanten Unterschied zwischen den menschlichen und den nichtmenschlichen Tieren, der es rechtfertigt, sie systematisch zu unterdrücken und ins Schlachthaus zu schicken, aber nicht das Gleiche auch bei Menschen zu tun. Rassismus ist im Endeffekt das gleiche Gedankengut wie hinter dem Speziesismus. Nein. Lebt vegan statt brutal. Speziesmus. Und schaut euch auf von die Wahrheit auf der Seite an3x.org an. Schaut euch das an. Wo hast du dieses Wort Speziesismus rausgezogen? Also das Speziesismus-Wort ist wie viele andere Worte... aus Langeweile entstanden. Wir haben den ganzen Tag nichts zu tun. Wir ziehen uns jetzt mal ein Vokabel und gehen damit Aktivismus rein. Das haben Tierrechtsphilosophen... Philosophen, genau. Natürlich, da, ja. So wie viele Worte halt einfach gemacht werden, um Begriffe und Situationen beschreiben zu können. Und man hat kein Problem, halt man hat sich ein Problem erschaffen. Das Problem. Nein, man hat ein Wort dafür gefunden, dass es ein bestehendes Problem gibt, um dieses Problem greifbarer für Menschen zu machen, um ihnen zu erklären, was es ist. Und Speziesismus ist die Form der Diskriminierung, dass wir zwischen Spezies bei Tieren, also bei nichtmenschlichen Tieren, unterscheiden und sie unterschiedlich behandeln. Pferde, Hunde, Katzen versus Schweine, Hühner, Fische. Das Problem gibt es, aber wir haben halt ein Wort dafür geschaffen, das stimmt. Wir haben ein Wort dafür geschaffen, um dieses Problem in Worte zu fassen, weil, wie gesagt, Diskriminierung einfach unabhängig dann ist von der Individualität des Individuums. Und wünsche es mir für die Zukunft, dass du mehr Liebe widerfährst. Ja. Ja, ich hoffe, dass du verstehst, dass Genuss keine Rechtfertigung für systematische Unterdrückung und Gewalt sein kann. Das werde ich nie verstehen. Ja, das ist solange schlimm. Du das diese ist
glaube ich nicht. Ich halte dich für gar nicht so unreflektiert, wie du dich da gerade gibst. Und wahrscheinlich ist es natürlich auch aus der emotionalen Situation heraus einfach, ne? Diesen Aktivismus so hart machst, weil ich das nie verstehen wollte. Genau. Ist natürlich irgendwie auch schade, ich verstehe es, aber irgendwie ist es doch schade, das ist das, was ich auch schon mal gesagt habe und ich kann mich da gar nicht von freisprechen, dass unser Ego uns so doll im Weg steht. Und das gilt ja für beide, muss man einfach sagen. Also ich glaube, Raffaela sagt, sie macht das jetzt nur für die Tiere, aber diese ganzen Trotzreaktionen und so, das ist eindeutig ja auch ein Zeichen dafür, dass man, dass das eigene Ego sich auch getriggert fühlt. Dann geht es am Ende ja vor allem darum, Recht zu haben und auf das Recht zu beharren, nicht mehr darum, möglichst effektiv das zu machen, was man eigentlich machen möchte. Solange ich existiere, muss Charo einfach Tiere ins Schlachthaus schicken. Ich glaube, an dieser Stelle beenden wir das. Und ich wünsche dir ein schönes veganes Leben, Charo. Danke. Ich wünsche dir ein gesundes, schönes Leben, sehr viel Liebe und ich hoffe wirklich, es kommt ein bisschen was. Boah, sie hat einfach mal dreimal den Burger gebissen und er hat ihn nicht aufgegessen. Was dann von mir? Das wäre mit mir nicht passiert. Dann werden wir ja in die Zukunft sehen. Peace. In deiner Religion musst du keine Tiere essen und keine Tierprodukte essen, richtig? Falsch. Also an Opferfest sollte ich auf jeden Fall ein Opfertier opfern und das den Armen beschenken oder mitgeben. Also ich kenne genügend Muslime, die genau das Gegenteil sagen. Die sagen, mein Gott sagt, ich darf vegan sein. Und es steht nirgendwo im Koran. Natürlich, ich darf hier auch vegan sein. Also ich sage es ja nicht. Also kein Tier opfern, nicht einmal zum Opferfest. An Opferfest muss ich ein Tier opfern. Das Opferfest hat sich doch so entwickelt, dass eine reiche Familie etwas abgibt, etwas opfert für eine ärmere Familie. Nee, etwas opfert. Nee, wer sagt das denn? Das ist die Interpretation vom Opferfest. Nee. Dass man praktisch etwas opfert für den Gott, dass man das dann teilen kann. Daher kommt okay, ja diese wurde ganze... Okay, was wurde denn geopfert? Es wurden Tiere geopfert. Genau, das sage ich auch gar nicht. Aber das kommt halt daher, und das wollte ich eben gerade erklären, dass früher diese Tiere eben das Wertvollste waren. Habe ich jetzt auch nicht gesagt, dass das nicht als Nutztier galten. Dass diese Warum Tiere, waren die denn wertvoll? Dass diese, genau, Warum das sag, waren die damals denn wertvoll? Das sage ich ja gerade, weil sie eben Verpflegung für diese Familien... Das habe ich auch nie abgestritten. Ich werde auch nie abstreiten, dass Tiere Kalorien haben, das Nährwerte, auf einmal Protein... Wir, ja. Nein, schau, nee, ganz genau, ruhig, ganz ruhig. Darf ich den Satz kurz beenden, weil du bestätigst nur alles, was ich eben gerade sagen wollte. Ja, den Satz müssen wir auch das Spiel beenden. Genau. Also auf jeden Fall wurden diese Tiere ja benutzt, um jemanden zu versorgen. Und heutzutage ist das Schöne, wir müssen niemanden mehr opfern, um jemanden zu versorgen. Du kannst genauso gut einen Obstkorb opfern, Getreide opfern, in deinem opfern, Kosmos, opfern, in dem du lebst. Ohne, dass du jemandem wehtun in deinem Kosmos, in dem du lebst, hier und jetzt. Aber warst du auch mal über deinen Tellerrand hinaus? Nein, ich sag ja gar nicht, es gibt... Also ich glaube, Religion und Veganismus ist nochmal ein ganz anderes Kapitel. Das öffne ich jetzt nicht komplett. Ne? Also ich habe da auch mal was zu bei Instagram gepostet vor Ewigkeiten, dass wir einfach immer Dinge instrumentalisieren, um irgendwie was zu rechtfertigen, was einfach nichts mit der Realität zu tun hat. Und ich ehrlich gesagt auch mir nicht vorstellen kann, dass egal welchen Gott, von welchem Gott wir sprechen, es irgendeinen gibt, einen Gott, den wir alle immer als mitfühlsam beschreiben und wir uns als Menschen ja nicht mehr in einer Zeit befinden, die entstanden ist, als diese Bücher entstanden sind, weil wir uns ja krass entwickelt haben, größtenteils zumindest, dass ein Gott oder eine göttliche Figur sagt, hey, diese Lebewesen empfinden Schmerz, wir sind nicht darauf angewiesen, aber mach das mal bitte trotzdem, einfach nur, weil ich brauche das und deswegen habe ich denen auch Schmerzempfindsamkeit und so gegeben, damit die auch leiden beim Sterben oder einfach auch denen das Gefühl geben, sie können ein schönes Leben haben, sie können spüren, sie können Freude empfinden und das beendet ihr dann einfach nur als Symbol für mich, weil ich habe die ja geschaffen, damit ihr die nochmal töten könnt für mich. Also macht für mich tatsächlich wenig Sinn, aber ist jetzt auch nicht die Debatte, die man irgendwie führen muss, um diese ganze Debatte voranzubringen, meines Erachtens nach. Ja, meine Liebe. Schönes veganes Leben. Komm, gib uns noch einmal die Hand oder umarmen. Nein. Komm, umarmen. Den Opa hast du auch. Unhygienisch. Komm, was für unhygienisch. Komm her. Ich hab dich lieb. Wir brauchen ich hab ihn nicht lieb. Er soll nett zu Tieren wir sein. Wir brauchen er ist ein bisschen nett Liebe zu in der Tieren. Heutigen Zeit. Wir müssen nett zu Tieren. Wir müssen Liebe haben. Liebe für die Tiere, Liebe für Liebe die Tiere, für alle. Liebe für die Menschen. Liebes niemanden ins Schlachthaus schicken, weder Menschen noch Tieren. Niemanden diskriminieren, weder nach Hautfarbe, Love. Nach fehlenden Haaren Love. Oder nach Spezies. Love. Love. Seid nett zu Tieren. Komm gut heim, ne? Ja, bitte. Ha, du kannst nicht von mir losgehen. Ne? Komm, lass uns noch einmal umarmen. Lass uns noch einmal umarmen. Bezahlt? Komm, bitte noch einmal umarmen. Komm, einmal. Nein, nein, was komm. Ja, la. Danke schön für die Einladung. Vielen Dank. Ja, ja. Tut mir leid, mit den alles Emotionen habe ich es jetzt voll verballert. Alles gut. Ja. Nett zu Tieren sein, vegan sein. Liebe, Liebe. Ja, für die Tiere, Charo. Es ist nicht so. Für alle. Hauptsächlich für Menschen. Oh Leute, ich höre jetzt auf. Das ist mir zu anstrengend. Meine Güte, war das zum Ende anstrengend. Oh. Also das Video hat irgendwie für mich ganz cool angefangen und am Ende, muss ich sagen, war es nur noch anstrengend und hätte deutlich gekürzt werden können, weil die haben sich ja nur noch wiederholt, das war ja nur noch so ein Kindergarten hin und her klatschen. Wobei ich persönlich auch nicht genau sagen kann, wo das jetzt eskaliert ist und wie sich diese Dynamik hochgeschaukelt hat, aber ihr wisst es, liebe Leute. Ich sage es immer wieder und ihr macht es immer wieder und ich danke euch dafür. Erstmal, wenn ihr es so lange durchgehalten habt, gehalten? Durchgehalten?
dann freue ich mich. Dann lasst gerne ein Like, einen Kommentar da, sagt Johannes Danke und sagt im Kommentar und dem Algorithmus Hallo.